haben heute früh, war gar nicht so lang, vor zweieinhalb Stunden hier angefangen aufzubauen. Und das machen wir ganz regelmäßig. Wir bauen diese Holzkuppel und noch zwei weitere auf, um im öffentlichen Raum uns eine Gelegenheit zu schaffen, einen Ort zu schaffen, um miteinander über unsere Zukunftsfragen ins Gespräch zu kommen. Wenn ich sage wir, dann ist das die Initiative European Public Sphere, also auf Deutsch heißt das so viel wie europäische Öffentlichkeit. Und unsere Kuppel ist auch eine Sphere, eine Sphäre, eine öffentliche Sphäre. Und die Idee dahinter ist, dass wir, wenn wir in diesem Raum schon sind, wenn ihr da mal raufschaut, Fünfecke, Sechsecke, verbunden zu Dreiecken, die ganze Statik entsteht aus der Vernetzung. Das Tragen und das Lasten in diesem Raum ist aus einem Guss. Es sind nicht Säulen, die tragen, und ein Dach, das lastet, sondern Tragen und Lasten ist aus einem Guss. Und das ist für uns ein Bild für unsere demokratische Gesellschaft. Durch unser Zusammenwirken, durch das Zusammenwirken aller entsteht unsere Gesellschaft. Und wir machen diese Kuppelgespräche, wie gesagt, in ganz Europa. Und das erste Mal sind wir jetzt in Kärnten. In Österreich waren wir schon viel unterwegs. Einer der Trägervereine, von dem ich bin, ist die IG Eurovision. Die ist in Wien zu Hause. In Österreich waren wir jetzt schon in fast, jetzt glaube ich, sind wir in allen Bundesländern gewesen. Heute das erste Mal in Kärnten, das freut mich besonders. Und wir arbeiten immer mit Partnerorganisationen zusammen, jetzt für drei Kuppelgespräche mit dem Kärntner Bildungswerk. Und ich werde gleich das Wort an den Michael Eichholzer vom Kärntner Bildungswerk übergeben und bitte danach auch gleich den Herrn Bürgermeister, der auch Bürgermeister vom Völkermarkt da ist und uns auch hier begrüßen darf oder begrüßen will. Ja, eine Sache noch zum Technischen. Sie sehen, wir filmen diese Gespräche. Das ist sozusagen auch die Idee, dass wir auf YouTube einen Kanal haben und sozusagen das Zukunftsarchiv. Wir wollen diese Gespräche zu unseren Gesellschaftsfragen sammeln und auch die Möglichkeit haben, sie ein bisschen auszuwerten, sie zu vergleichen. Und ich moderiere schon so viele Gespräche und es ist auch immer interessant, diese ganz spezifischen Fragestellungen in einen bestimmten Kreis dann hinzuzufügen zu einem immer lebendiger werdenden Gesamtbild. Ja, soweit mal vorab. Herzlich willkommen und Michael Eichholzer, ich darf dich bitten. Ja, danke vielmals für die Einleitung und für die Vorstellung von meiner Seite. Ja, herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr gekommen seid zu diesem Gespräch und auch euch auch ein Stück weit auf dieses Experiment für uns alle, denke ich, mit einlässt. Ich möchte vielleicht ganz kurz ein paar Sätze dazu sagen, warum wir vom Kärntner Bildungswerk auch diese Veranstaltung vorbereitet haben und mich jetzt an der Stelle auch schon ganz herzlich bei der IG Eurovision oder Eurovision für die Kooperation bedanken. Das Bildungswerk ist eine Erwachsenenbildungseinrichtung, dessen wesentliches Ziel darin besteht, ehrenamtliches Engagement zu unterstützen, zu servicieren, das vorwiegend in Form von Vereinen passiert und zusammenarbeitet, aber auch in anderen Formen. Und wir sehen dieses Engagement, das ganz viel im kulturellen Bereich passiert, eben als ein Beitrag zur Gestaltung von Öffentlichkeit, von Gesellschaft, von unserem vom Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Und da spielen natürlich viele Fragen mit hinein. Wie gehen wir miteinander um? Sozusagen, welche Werte sind uns wichtig? Was wollen wir nicht haben? Das sind alles Fragen, die sozusagen in der Arbeit auch von Kulturvereinen eigentlich immer mit eine Rolle spielen. In vielen Vereinen gibt es da ein großes Agreement darüber, was einen miteinander verbindet, eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Leidenschaft. Aber da steckt eben ganz viel an gesellschaftsbildenden Kräften mit drinnen. Und diese Kuppelgespräche sind für uns eine interessante Möglichkeit, sozusagen hier auch einmal unsere Gesprächskanäle, Gesprächssituationen zu öffnen hin, eben in den öffentlichen Raum, aus den Kulturhäusern, aus den Seminarräumen hinauszugehen in die Öffentlichkeit und uns einfach mit den Ideen und mit den Anmerkungen sozusagen auch von Passanten und von allen auseinanderzusetzen, die etwas sagen wollen oder die auch einmal eine Zeit lang einfach zuhören wollen bei diesen Gesprächen. Ja, es freut mich, dass wir heute da sind und bin einfach gespannt, was passiert, möchte jetzt nicht länger reden. Und ich glaube, ich darf direkt dem Herrn Bürgermeister weitergeben. Danke.
Ja, danke schön. Einen wunderschönen Vormittag und herzlich willkommen am Hauptplatz im Völkermarkt. Es freut mich sehr, dass diese Kuppelgespräche hier stattfinden. Kuppelgespräche ist ja etwas, was in meinem Berufsleben tagtäglich stattfinden, muss ich sagen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es diese gibt. Wir haben in den vergangenen Jahren ja gesehen, dass es sehr wichtig ist, sich zu vernetzen, es sehr wichtig ist, gesellschaftlichen Ereignissen beiwohnen zu können, vor allem auch persönlich beiwohnen zu können. Und deswegen ist es sehr schön, dass ihr mit eurer Kuppel und mit den Gesprächen zu den Menschen kommt und wir das diesmal einmal nicht online absolvieren müssen. Deswegen einen wunderschönen Vormittag noch einmal, herzlich willkommen. Ich freue mich auf viele interessante Gespräche und Gegebenheiten und gerade im Bereich der Kultur immer mit Kärntner Bildungswerk ist ein toller Partner, nicht nur für die Gemeinde, sondern für sämtliche Kulturvereine im Bezirk oder im Land. Und an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön. Und ja, die Irmgard, die das eingefadelt hat, kann heute aus gesundheitlichen Gründen ja nicht dabei sein, wie wir wissen. Und ich will trotzdem an dieser Stelle liebe Grüße ausrichten und ihren auf diesem Wege beste Genesung wünschen. In diesem Sinne auch für die Irmgard eine wunderschöne Veranstaltung, wunderschöne Stunden hier im Völkermarkt und interessante Gespräche. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, ich möchte gleich beginnen, die Runde. Wir haben ja drei Begriffe zusammen jetzt in der Fragestellung, die Kultur, unsere Gesellschaft und die Demokratie. Und wir haben das bezogen auf die Herausforderungen, in denen wir stehen. Wir haben auch die jüngere Generation hier und wir haben als ältere Generation noch die Verantwortung eigentlich in die Zukunft hinein, unsere Erde zu erhalten, unsere gesellschaftlichen Strukturen, das soziale Gefüge zu erhalten. Das sind ganz wichtige Aspekte, die wir sozusagen ja aus der Demokratie heraus tragen, aber vielleicht eben auch aus der Kultur heraus befruchten müssen, aus einem reichen Kulturleben. Und da ist eben auch die Frage, jetzt speziell hier in Kärnten, was kann der Beitrag einer Region sein wie dieser in Europa und in unserer Zeit heute. Und dazu möchte ich gern mit einer ersten Runde beginnen, so machen wir das gewöhnlich, dass wir einfach einmal in der Runde durchgehen und jeder mal kurz sich vorstellt, mit nur seinen Namen sagt und so einen ersten Satz, einen ersten Gedanken oder was ihn oder sie bewegt, mal in die Mitte stellt. Und dann schauen wir, was sich daraus ergibt und wie wir weiter fortkommen können. Und Sie sehen ja, wir haben zwei Mikrofone. Und wenn wir dann im weiteren Verlauf sind, können wir immer so ein bisschen aufeinander achten, wer hat das Mikrofon und wer will es gern haben. Und dann kommen wir da eigentlich in der Regel gut zurecht. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir. Darf ich bei Ihnen beginnen? Keine Scheu. Mein Name ist Rosemarie Miglar. Ich bin da für die Bezirksleitung Völkermarkt vom Bildungswerk. Und nachdem das im Völkermarkt stattfindet, sind wir selbstverständlich, fühlen wir uns verpflichtet, hier dabei zu sein. Ja, mein Name ist Anton Miglar, ebenfalls Mitglied der Bezirksleitung Völkermarkt. War früher mal beruflich als Direktor an der Volksschule Goldbrunnhof tätig und im kulturellen Bereich seit Jahrzehnten, ich war 30 Jahre lang Obmann vom Sinnkreis Völkermarkt und wir haben da, denke ich, im Völkermarkt in diesen Jahren einiges bewegt. Mein Anliegen ist es, dass Kultur in Zukunft deshalb weiter gut funktionieren sollte in unserer Stadt, dass man die Jugend damit einbaut. Und das ist, glaube ich, von vielen Vereinen ein großes Anliegen. Danke. Ich bin Inge Meritsch, auch von der Bezirksleitung Völkermarkt und würde mich freuen, wenn die Jugend ein bisschen mehr in die Volkskultur hereinkommt. Vor allem, weil nur mit Alten, ich bin 55 Jahre bei den ganzen Verbänden als Funktionär und Mitglied dabei und ich würde mir wünschen, dass man einfach die Jugend zu uns dazu kriegt. Also gerne. Danke. Ja, mein Name ist Peter Bleimer. Ich bin da verantwortlich für die Regionalentwicklung in dieser Region und bin glühender Ehrenbürger. Und damit meine ich, dass wir eine Verantwortung haben gegenüber unseren zukünftigen Generationen, dass wir eine Verantwortung haben, wie wir heute leben und wie wir heute handeln. Und da kann die Kultur, da kann unsere Gesellschaft, das Miteinander einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag leisten. Oder das ist eigentlich
die Grundlage eigentlich für jegliche nachhaltige Entwicklung für unsere Region, für unsere Welt. Also, mein Name ist Julian Weibel. Ich bin beschäftigt beim Wirtschaftsverein im Völkermarkt. Und unsere Aufgabe beim Wirtschaftsverein generell ist es eigentlich auch, ein bisschen die Stadt Völkermarkt zu beleben, durch verschiedenste Veranstaltungen eben. Und wir haben heuer auch das Motto eben aufgegriffen vom Land Kärnten, das Jahr der Kärntner Volkskultur, und versuchen das mit dem Stadtfest auch auf jung wie eben fürs ältere Publikum zugänglich zu machen und das vielleicht dadurch Musik, Volkstanz auch ein bisschen zu verstehen und in die Kultur mit einzutauchen. Markus Lakonik, Bürgermeister von Völkermarkt. Wie gesagt, ist Vernetzen eigentlich mein tägliches Brot, obwohl ich auch in vergangenen Jahren schon immer im Kulturbereich oder kulturellen Bereich tätig war, in mehreren Vereinen von MGV Scholle über Lindenhofer Bauernkapelle, Werkskapelle Donaukimi Brückel, Ebersteiner Kirchtagsmusik, Völkermarkt der Fasching und auch immer im organisatorischen Bereich auch tätig und bin ebenfalls auch Vorstandsmitglied des Kärntner Bildungswerkes, obwohl ich derzeit sehr wenig Zeit habe, um dieses Amt auszuüben. Aber es ist, wie schon die Vorredner erwähnt haben, sehr, sehr wichtig, die Kultur weiterhin aufrecht leben zu lassen und deswegen auch der Appell an die Jugend. Ich glaube, es ist für jeden die Möglichkeit, da an verschiedenen Institutionen mitzuwirken bzw. vielen Vereinen beizutreten. Ich glaube, das Angebot ist wirklich riesig. Es wäre nur wirklich wünschenswert, wenn diese Türen öfter geöffnet werden würden, obwohl in gewissen Vereinen funktioniert es eh besser und in gewissen Bereichen halt natürlich weniger, aber es ist ein gesellschaftliches Thema, sage ich mal. Dankeschön. Ja, Michael Eichholzer im Kärntner Bildungswerk. Wir haben über 500 Mitgliedsvereine in Kärnten, die ganz, ganz viel sozusagen an Arbeit leisten, an Veranstaltungen organisieren, an Begegnungen ermöglichen durch verschiedenste Aktivitäten. Viele davon, das ist jetzt ein Stück weit angeklungen, sozusagen beklagen schon ein Stück weit, sozusagen, dass sie immer mehr Bevölkerungsgruppen nicht mehr erreichen können und das aber gerne würden. Das heißt, sie haben ihr Publikum, sie haben ein wichtiges Publikum und wertvolles Publikum, aber es gibt sozusagen Bevölkerungsgruppen, die durch diese Art der Arbeit sich nicht mehr angesprochen fühlen, nicht erreicht werden können. Und wenn man jetzt sagt, dass Kultur eben ein wichtiger oder Kulturarbeit ein wichtiger Austausch, eine Austauschplattform für die Herstellung von gesellschaftlichem Einverständnis ist, und das ist es zweifellos, dann ist natürlich das eine Kernfrage, wie gelingt es uns, sozusagen auch die Personen zu erreichen, die wir bisher nicht erreichen. Was sind deren Anliegen? Das muss dabei eine Frage sein, die ganz wichtig ist. Was sind die Anliegen, die Interessen, die Sichtweisen zum Beispiel von jungen Leuten oder auch von anderen Personen, also Bevölkerungsgruppen, die sich weniger angesprochen fühlen? Und ich glaube, dass da, das haben die letzten Jahre der Pandemie für uns im Bildungswerk auch gezeigt, dass es schon gewisse zentrifugale Kräfte insgesamt in unserer Gesellschaft gibt und dass es teilweise schwieriger wird, miteinander in ein substanzielles Gespräch zu kommen oder in einen substanziellen Austausch darüber, wie man gewisse Dinge gemeinsam machen sollte. Und ich erhoffe mir auch von solchen Gesprächen wie diesen hier, dass man sagt, ja, dass wir da kleine gemeinsame Schritte und vielleicht Erkenntnisse erzielen. Ja, hallo, ich bin der Amar Sefic, gehe in die Mittelschule Völkermarkt und bin das erste Mal bei so einem Kuppelgespräch dabei und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich bin der Philipp Amschel, ich bin auch das erste Mal bei so einem Kuppelgespräch dabei. Ich besuche ebenfalls die Mittelschule Völkermarkt. Und ich frage mich auch, was mich heute erwartet, weil ich stelle mir die Frage, was man auch besser machen könnte. Also ich hätte ein paar Ideen, aber das würde ich später dann gerne erläutern noch. Sehr gut. Ich bin die Nina Primus und gehe auch in die Mittelschule Völkermarkt und ich bin auch gespannt, was uns da heute erwartet. Und für mich war es wichtig, wenn die Jugendlichen und die Kinder auch ein bisschen mehr mit einbezogen werden in Kultur. Mein Name ist Sophie Droves, ich besuche auch die Mittelschule Völkermarkt und aus der Sicht von einem Jugendlichen finde ich, dass die
dass die Möglichkeiten für die Jugendlichen bei so Vereinen wie Feuerwehr nicht genug ausgenutzt werden. Also dass viele Jugendliche, denke ich, gar nicht darüber nachdenken, zu so einem Verein zu gehen, was eigentlich sehr schade ist. Hermann Enzi, Direktor der Mittelschule Völkermacht. Meine Aufgabe war es, diese jungen Leute zu motivieren, daher zu kommen. Sagen wir mal. Und es ist auch wichtig, diese jungen Stimmen zu hören, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin darüber hinaus ja Vizebürgermeister der Stadt Bleiburg und als solcher natürlich auch bei etlichen Vereinen dabei, eben bei der Kulturinitiative Bleiburg, bei der Feuerwehr, bei dem Sportverein, beim Kulturverein in Ringberg. Also da gibt es massig viele Vereine, wo ich meine Stimme auch erheben kann. Mir geht es halt darum, eben darum auch die Mitnahme der jungen Menschen da, wie kann man die wirklich motivieren, dass sie sich bei Vereinen engagieren. Gell? Weil, ja, das fürs Erste. Danke mal. Ja, vielen Dank. Spannende Fragen. Wir waren jetzt sehr sozusagen in dem, wir haben ja diese drei Begriffe, ja, Kultur, Gesellschaft, Demokratie, wir waren jetzt sehr auf diesem Kulturpol und das habe ich auch schon als Wiener gelernt in Salzburg, als ich Kuppelgespräche gemacht habe, diese Vereinsstruktur, das ist sozusagen etwas ganz Essentielles in Regionen, die vergleichbar sind, denke ich. Und ich habe so ein paar Sachen gehört, die ich spannend fand, auch so ein bisschen mit dem Blick von außen. Einerseits ja, dass man sagt, ja, wir haben die Volkskultur. Wie kann man da die Jugend einbinden? Wir haben die Frage auch, wie erreicht man sie oder wie motiviert man sie? Und gleichzeitig kann man ja beobachten, wenn man in den Nachrichten schaut, was sozusagen an Engagement in der Jugend da ist, dass die vielleicht auch manchmal das Problem hat, wie erreicht die Jugend die Erwachsenen auch in der Bewältigung ihrer Fragen, also in ihren Zukunftsfragen. Du hast auch schon vorher gesagt, ich darf du sagen, glaube ich, dürft auch du sagen. Also auch diese Frage, wo du gesagt hast, du hast schon ein paar Ideen. Ja? Also vielleicht ist es ja auch ein beidseitiges. Ja? Das fand ich jetzt so ein bisschen spannend, dieses, wie erreicht man sich über die Generationen hinweg. Ja, wir haben Fragestellungen, wo wir schon die Frage haben, ja, sind wir vielleicht die letzte Generation oder sind wir die erste vielleicht, die betroffen ist von etwas und die letzte, die noch was ändern kann. Das ist ja ein Zitat von Barack Obama, das ist ja nicht sozusagen von irgendwelchen radikalen Jugendlichen. Dieser Gedanke, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo die junge Generation die erste ist, die schon wirklich etwas merkt von den Problemen jetzt zum Beispiel im Ökologischen und die letzte, die vielleicht noch jetzt wirklich die Weichen in etwas Positives wenden kann. Und dann hat man diese generationsübergreifenden Fragen. Ja? Und vielleicht schauen wir da, wo diese Frage, wie kommen wir, wie motivieren wir uns, wie beteiligen wir uns, wie erreichen wir uns, wie wir das auch hinlenken, diese Kulturfrage auf die Gesellschafts- und auf die Demokratiefrage. Das ist gut. Also, ja, ich würde schon weitere Fragen letztendlich an euch stellen. Ihr müsst es jetzt auch nicht direkt beantworten oder letztendlich eher an alle. Im Endeffekt, es ist natürlich so, wir haben jetzt gehört, wir haben etliche Vertreter da, die sozusagen seit Jahrzehnten in Vereinen tätig sind, in einer bestimmten Vorstellung von Kultur, die ihnen am Herzen liegt, die sie mit Leidenschaft und Engagement geprägt haben. Und daraus entsteht natürlich der Wunsch, dass das so weitergeführt wird im Endeffekt und dass das sozusagen der Wert, die Qualität, das, was man erlebt als Mensch, wenn man das macht, auch von Jüngeren übernommen wird. Gleichzeitig wissen wir alle, dass sozusagen im Prinzip jede Generation sozusagen für sich entdecken muss, was ihr wichtig ist, was ihr am Herzen brennt. Und insgesamt so gibt es schon die Erfahrung, Ehrenamt funktioniert dann gut, eben wenn es ein inneres Feuer gibt, wenn es eine Begeisterung gibt für ein Thema, wenn es ein Thema gibt, das einem das ein Anliegen einfach ist. Gibt es bei euch Dinge, wo ihr sagt, ja, das sind Dinge, die uns wichtig sind, jetzt unabhängig von dem, was die Vereine, die ihr vielleicht kennt, weiß nicht, wo eure Eltern, Freunde oder sonst wer tätig sind, so tun, aber unabhängig davon, wo ihr sagt, das sind Themen, die ihr für wichtig haltet, für euer Leben, für
euer jetziges Leben für euer zukünftiges Leben und das Zusammenleben. Das wäre eine Frage, die mich einfach interessieren würde, weil da habe ich oft das Gefühl, dass wir, sage ich mal, von den älteren Generationen eher einfach von uns an, von dem ausgehen, was halt uns wichtig ist. Und das ist vielleicht nicht immer das, was auch euch so sehr beschäftigt oder halt die anderen beschäftigt insgesamt. Das müsst aber nicht ihr, das kann jeder beantworten, aber der hat natürlich oder was drauf sagen oder widersprechen. Also generell glaube ich, bin ja jetzt auch noch nicht so alt, bin jetzt 22 ansonsten, das ist halt auch so. Ich habe mich auch davor, stellt man sich immer so die Frage, zu was für Vereine man geht und so, und man muss schon auch aufpassen. Ich glaube, es ist halt, verstehe ja in der Jugendzeit zum Beispiel, es ist schwer, dass man alles unter einen Hut bringt, und man will, glaube ich, so als Jugendlicher vielleicht nicht unbedingt diese volle Verpflichtung spüren, dass man zusätzlich neben Schulstress, sonstiges, sich noch für die Vereine aufopfern muss. Ansonsten dieses Gefühl, glaube ich, will man nicht übermittelt kriegen. Ich finde aber so wie jetzt, ich bin auch erst voriges Jahr dann zur Feuerwehr beigetreten, bin auch bei einem Fußballverein tätig. Ansonsten mit der Zeit kommt man halt irgendwie dann auf den Gedanken, es gibt immer weniger Leute, die wirklich so das Herzblut für einen Verein halt eben ausleben. Und ich glaube, dass es halt in der Hinsicht wichtig ist, weil es bringt da viele Leute zusammen ansonsten. Zum Beispiel jetzt, meine Aufgabe so beim Wirtschaftsverein ist es ja auch, in Völkermarkt einfach Leute zusammenzubringen. Wir machen es halt durch Veranstaltungen zum Beispiel. Da gibt es wahrscheinlich andere Vereine, die machen es vielleicht auf einen anderen Weg. Ich glaube generell ist dieser Punkt Kultur, Gesellschaft, kann man eigentlich fast gleich schließen, weil es gehört miteinander zusammen. Die Kultur in Kärnten, was besteht durch die Gesellschaft und was sind, also keine Ahnung, für mich ist es irgendwie so ein Punkt, der überschneidbar ist, ja. Genau. Ja. Ja, wir sind ja ein bisschen anders sozialisiert worden. Gell? Ich zum Beispiel in einem kleinen Ort aufgewachsen, wo es nur die Feuerwehr, die Schule und der Gasthaus und der Schul gegeben hat. Und da waren wir natürlich bestrebt, sondern mit unseren Nachbarskindern da die Zeit zu verbringen. Gell? Wir waren da wirklich in einem so einem kleinen Ort von 300, waren wir 30 Kinder innerhalb von so 3 Jahren. Das heißt, wir haben uns alle wahnsinnig gut gekannt und wahnsinnig gern zusammen gespielt, zusammen gesungen, zusammen was gemacht. Jetzt gibt es natürlich das Problem, dass in den Dörfern, von den Dörfern, ein bisschen weniger da sind von Kindern. Das wird schon immer weniger und die Kommunikationsmittel, die heute zur Verfügung stehen, die waren halt damals auch nicht zur Verfügung. Das heißt, das Bedürfnis nach Kommunikation war ja da und man hat ja nicht das Möglichkeit gehabt, da ein Telefon in die Hand zu nehmen und dann mit einem zu reden, sondern hat müssen wirklich zu einem Nachbarn gehen und sagen, so, komm, gehen wir außer reden wir was drüber. Gell? Also die Sozialisation unsererseits hat ganz was anderes aus uns gemacht, wie es jetzt zum Beispiel macht. Was wir natürlich verstehen müssten, ist, wie ihr ein bisschen denkt. Gell? Ich muss jetzt sagen, wir schimpfen ein bisschen. Oft, sagen wir so, zwecks Handy und dergleichen. Ihr kennt es mit Handyverbot in der Schule. Gell? Da ist immer so, ja, warum ist das ein Thema für euch? Oder sollte man es machen? Sollte man es nicht machen? Nimmt man da euch was weg, was euch so wichtig ist, dass man das überhaupt nicht machen sollte? Da haben wir ein bisschen wenig Verständnis dafür. Immer nur aus unserer Sicht, gell, muss ich echt sagen. Ich bin jetzt knapp 60, das ist halt meine Sichtweise. Gell. Und es ist so, wie ich halt aufgewachsen bin und wie ich denke. Und da wünsche ich mir halt ein bisschen Input euch, auch von euch, obwohl ich selbst Kinder habe, die mir durchaus schon was beigebracht haben, aber vielleicht nicht alles, was mich dahin bringt, dass ich das auch ganz verstehe, wieso die Vereine jetzt nicht so funktionieren, wie sie vielleicht zu meiner Zeit funktioniert haben. Ich glaube, dieser Generationskonflikt oder diese Trennung war noch nie so groß zwischen Jung und Alt, wie sie jetzt spürbar ist. Und dieses Verstehen, das
dieses generationsübergreifende Verstehen, ich glaube, das ist etwas, was du angesprochen hast, das ganz essentiell ist. Wir verlangen etwas von den Jugendlichen, aber eigentlich müssen wir schon uns wirklich von unserer Generation her als Erwachsene, wir müssen uns wirklich bei der Nase packen. Wir müssen einmal auch diese Verantwortung für die Jugendlichen, für die folgenden Generationen wirklich auch ernst nehmen. Wenn wir eine Veranstaltung, beispielsweise einen Filmabend zum Umweltschutz präsentieren für Erwachsene, dann brilliert der Raum eigentlich durch Leere. Ja, es interessiert sich die Erwachsenen interessieren sich eigentlich wenig für dieses Thema Generationsverantwortung und Umweltschutz. Wenn ich umgekehrt mit der Veranstaltung in die Schule gehe und dann erkenne und auch die Rückfragen bekomme und da ist ein ganz anderer Widerhall verspürbar, dann sehe ich diese Begeisterungsfähigkeit. Und ich glaube, da müssen schon wir Erwachsene sozusagen also ein bisschen darüber nachdenken, wie klasst sich so etwas, diese Begeisterungsfähigkeit der Jugendlichen, das Verstehen von uns, die Kommunikation, die neue Kommunikationsebene, wie lässt sich das verbessern? Wir müssen da gewisse Verantwortungen schon für die Jugendlichen übernehmen. Es gelingt nämlich, und das ist meine Erfahrung, ich bin auch Obmann des Jugendvereines in Bezirk Völkermarkt, wir können Jugendlichen nicht dafür hernehmen, um Projekte umzusetzen, weil diese Begeisterungsfähigkeit oder die Verfügbarkeit von Jugendlichen ist immer meistens nur kurzfristig. Maximal, ich sage es einmal, ein Semester, ja, wenn es von der Verfügbarkeit her, auch in Kombination mit der Schule. Und diese Kurzfristigkeit und diese kurze Begeisterungsfähigkeit, die müssen wir nutzen. Die muss genutzt werden, um Veränderungen in unserer Gesellschaft auch mitzunehmen. Ja? Du wolltest was sagen. Ja. Ja, ich kann da aus meiner Erfahrung ein bisschen was berichten. Vor einigen Jahren hat es das Projekt gegeben, Young Voices. Ich bin bei einem Chor und singe dort schon seit mindestens 40 Jahren. Und es war ein großes Anliegen von mir, Jugendliche zum Chor zu bringen, beziehungsweise einen Jugendchor zu gründen. Ich habe damals sämtliche Schulen besucht, habe Einladungen verteilt. Es sind dann aus dem Gymnasium 5, 6 Jugendliche zu uns gestoßen, die wirklich mit Begeisterung dabei waren, bei den Ausflügen, immer mit uns zusammen. Die haben sich nicht abgesondert, muss ich ehrlich sagen. Das hat uns sehr gefreut. Sie waren immer mit uns Erwachsenen mit. Und dann haben sie Matura gemacht, dann waren sie in Wien und in Graz zum Studieren und sie waren weg. Und wie sie Studium beendet gehabt haben, waren sie wieder da. Und jetzt sind sie bei uns im Chor eigentlich die Generation, die die Verantwortung übernommen hat. Und das freut uns ganz besonders. Und ich weiß auch nicht, wie wir die erreicht haben, dass sie wirklich wieder zurückgekommen sind und dass sie geblieben sind. Vielleicht auch ein Grund, die Eltern singen auch im Chor, dass sie vielleicht dadurch mehr motiviert waren, weil sie nicht so von außen gekommen sind. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, wenn es Menschen gibt, die so Vorbilder sind für Jugendliche, um sich zu engagieren. Und ich denke, gerade in so Vereinen wie Chor oder Musik oder was immer, da entwickelt sich auch eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, die muss man natürlich pflegen und den Jugendlichen auch was zutrauen und sie auch mitnehmen und ihnen Aufgaben übertragen. Weil wenn sie nur kommen und singen und wieder heimgehen oder was immer, sie müssen irgendwie dabei sein. Und natürlich können sie in ihrem Kreis und in ihrem Bereich sich verhalten oder zusammenhalten, aber trotzdem muss es von uns Erwachsenen ausgehen, um sie mit hereinzunehmen und ihnen irgendwie das Gefühl zu geben, sie sind willkommen, sie leisten was, sie sind da, und das finde ich bei uns im Chor besonders schön. Danke. Ich versuche halbwegs provokant
provokative oder provokante Frage zu stellen, sozusagen, wobei das, was ich jetzt sage, in Wirklichkeit eh nicht ganz so meine, aber ich sage es ein bisschen schärfer, damit es vielleicht deutlicher wird. Ich habe einmal in einer Diskussion mit einem Kollegen, hat er gemeint, sozusagen möglicherweise, also das wichtigste Antriebsmittel für Jugendliche, um selbst was auf die Beine zu stellen, ist der Widerstand gegen die Elterngeneration oder gegen die eigenen Eltern. Und er hat damals gesagt, möglicherweise sind wir zu cool, damit man sie wirklich gut gegen uns quasi stellen kann. Jetzt möchte ich nicht fragen, ob ich zu cool bin, aber sozusagen wäre es vielleicht leicht, also fehlt es an guten Gegnern sozusagen irgendwie in der Generation, um zu sagen, oder ein bisschen anders gesagt, also ist so das, was wir unsere Kultur, unsere Gesellschaft, unsere Situation nennen für junge Leute, sagt man, das ist zwar also im Großen und Ganzen eh ganz okay oder es ist zumindest zu wenig störend, dass man wirklich sagen würde, das zipft mir jetzt an oder das zipft uns gemeinsam an und da machen wir jetzt irgendwas anders. Ja. Eine Frage. Also nicht. Ich werde auch noch eine provokante Frage dazu hängen. Vielleicht müssen wir uns auch unser Schulsystem, du bist jetzt als Lehrer da, vielleicht auch unser Schulsystem überlegen. Vielleicht müssen wir unsere jugendlichen Kinder, ich möchte nicht die Erziehungsarbeit der Eltern jetzt da mit einbeziehen, aber in der Schule, in der schulischen Erziehung unsere Jugendlichen kritischer, mehr Kritik zutrauen oder kritischer unterrichten, mehr Freiraum geben. Also ich bin ja ein absoluter Gegner der Zentralmatura, ja, das bin ich einfach, ja, weil ich ganz einfach sage, wo sind da, bleiben die Fähigkeiten der Einzelnen? Ja? Wo bleiben die, wenn ich Einheitsmatura schaffe über ganz Europa drüber und alle müssen die gleiche Deutschschularbeit oder die Englischschularbeit oder die Mathematikschularbeit schreiben? Ich weiß nicht, das gefällt mir einfach nicht. Ja? Also wo können wir oder wie könnten wir Talente fördern? Wo können Fähigkeiten stärken, gestärkt werden? Und das fängt vom Kindesalter, vom Kleinkindesalter an, im Kindergarten über die Schule. Das frage ich einmal wirklich auch ganz provokant. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Unterrichtsmethoden aus Maria Theresias Zeiten noch so für uns, für unsere Generation geeignet sind. Wir haben jetzt ein paar Fragen offen und zwar viele an euch. Und wir haben so ein paar Beispiele gehört, Musik, Tanzen, Feuerwehr. Sind das die Themen, die euch ansprechen überhaupt? Ist das das, was ihr überhaupt machen wollt? Oder einzelne von euch vielleicht, der eine ja, die andere nein? Oder was sind eure Sachen, die ihr miteinander macht, die ihr sozusagen in den Blick fasst, die euch beschäftigen, die euch... Irgendwer hat vorher auch gesagt, man muss Feuer fangen. Ja? Was ist das? Braucht ihr dafür überhaupt einen Verein? Ja? Und wenn ihr einen Verein braucht, was wäre der Verein, den ihr gründet? Ja? Also man kann ja auch einem bestehenden Verein beitreten, aber vielleicht, wenn man merkt, da kommen keine, was wäre der Verein, den ihr gründet? Ja? Und dann sagt, ja, wir erreichen die Alten nicht, die kommen nicht zu uns in den Verein. Könnte man ja auch mal so denken, ja? Das ist sozusagen ein bisschen die, so ein bisschen auch, oder dieses, was du auch gesagt hast, Michael, diese Frage, wieso lehnt ihr euch nicht? Aber ich glaube, viele lehnen sich auf gegen vieles, was heute läuft. Und die zweite Frage war jetzt nach dem Bildungssystem. Auch da, ich will es nur mal wachhalten, wir können ja nicht alles gleichzeitig diskutieren, aber auch ich halte diese Frage mit der Zentralmatura, sie haben es ja auch ganz pointiert auf den Punkt gebracht. Was ist sozusagen mit der Individualität des einzelnen Menschen? Ja? Die Fähigkeiten, die ein junger Mensch hat, sind unterschiedlich. Und wie fördert man das? Wie bringt man das zum Ausdruck? Wie ist sozusagen, und das immer wieder in einer Gesellschaftsfrage und in einer Demokratiefrage. Ja? Also die Zentralmatura gab es nicht immer und wurde beschlossen demokratisch. Ja? Was wären sozusagen die Dinge in unserem Schulsystem? Aber fangen wir vielleicht mal bei dem ersten an, würde ich vorschlagen. Du hast ja gesagt, du hast Ideen. Vielleicht magst du mal was einbringen. Also ich war ja eine Zeit lang bei der Feuerwehr, auf jeden Fall in Enzelsdorf. Also ich war in einem Verein schon. Das war für 3 Jahre. Also ich habe begonnen, als ich 10 Jahre alt geworden bin und bin jetzt 14. Habe aber leider nach 3 Jahren irgendwie die Lust daran verloren, weil
wir haben halt nicht wirklich, also wir haben halt jedes Jahr, zum Beispiel haben wir zelten 3 Tage und sowas, also wir haben schon Veranstaltungen gemacht, aber halt, das war halt, der Alltag bei der Feuerwehr, der war halt eigentlich immer das Gleiche. Man hat immer das Gleiche geübt, auch wenn es halt wichtig ist, zu wissen, wie die Abläufe sind, aber man hat im Prinzip immer das Gleiche gemacht. Das war einfach stumpfes Üben. Das macht halt einfach nach einer Zeit, kann man sagen, keinen Spaß, das motiviert nicht mehr. Deswegen hätte ich gesagt, dass man da vielleicht mehr Abwechslung einbringt in sowas. Dass man halt sogar noch mehr Veranstaltungen macht. Vielleicht irgendwo spielerisch, also für noch Jüngere spielerisch. Also dass man halt einfach die Jugend noch mehr motiviert als uns. Wollt ihr gleich? Also ich war nicht bei der Feuerwehr, aber ich war in einer Volkstanzgruppe. Und bei mir war das, ich bin 5 Jahre gegangen, aber nach dem 5. Jahr war dann Corona. Aber ich habe dann generell aufgehört, weil es waren einfach mehr immer nur kleine Kinder. Und die Großen, die Jugendlichen, also im Alter von 10 bis 15, sind irgendwie nicht so mit einer bezogen, mehr so kleine. Und das ist dann irgendwann halt auch langweilig, wenn man merkt, dass man nur die Größte da ist. Und es ist halt immer das Gleiche irgendwie. Jeden Montag tanzen und Ausflüge ist halt nur in die Sommerferien. Und ich glaube, dass mehr Jugendliche wissen wollen, dass es Vereine gibt, weil oft welche wissen gar nicht, dass es tolle Vereine in unserem Bezirk auch gibt. Und auch ein bisschen die Jugendlichen fragen, was denen taugen wird, was sie gern hätten. Und nicht immer nur auf die ganz Kleinen schauen oder halt die Älteren. Erwachsenen. Ich denke auch, dass es nicht die Themen sind, was schuld sind an die Vereine, dass wenig Jugendliche mehr Vereine machen, so wie Feuerwehr oder Chor, Tanzvereine. Ich denke eher, dass es Thema ist, dass Jugendliche nicht gern allein dorthin gehen, dass sie gern halt mit Freunden dort gehen oder dort umgehen oder auch wenn andere Jugendliche deren Alters dort sind. Also dass es eher so beworben wird, dass man auch mit einer Freundin oder mit einem Freund dort umgeht. Ja. Und da habe ich den ersten essentiellen Unterschied zwischen uns zwar gehört. Ich war auch bei der Feuerwehr, bin noch immer bei der Feuerwehr, habe aber so lange trainiert, bis wir alle geschlagen haben im Land. Gell? Wirklich zweimal in der Woche trainiert und immer das Gleiche gemacht. Gell? Und trotzdem, und je öfter wir es gemacht haben, umso mehr hat es mir gefallen eigentlich. Gell? Das ist der wirklich große Unterschied zwischen, ja, vielleicht. Ja, zumindest zwischen ihm und ihm. Genau, zwischen uns zwei ist das einmal sicher. Genau. Genau. Aber du hast schon recht, wenn man ewig das Gleiche macht und beim Kulturverein oder wenn man zum Beispiel auf der Bühne steht, ist das nämlich so, dass man nicht immer das Gleiche machen muss. Gell? Und da habt ihr auch recht, wenn ihr wissen würdet, was die Vereine alles bieten, alles machen, alles tun, dann wird vielleicht die Bereitschaft da sein, dass sich auch Jugendliche dafür interessieren. Nur wie man es jetzt macht, da müsste man natürlich was machen. Ich will noch eine provokante Frage anschließen. Vielleicht höre ich das falsch, aber ich höre jetzt sozusagen hier Freizeitbeschäftigung. Also die Kulturfrage als, was mache ich in meiner Freizeit? Ich gehe jeden Montag tanzen, ich gehe jeden Dienstag singen. Also ich will das gar nicht schlecht machen, aber es ist ja, wenn wir die Frage stellen nach unserer Gesellschaft und nach dem, was uns zusammenhält, die Feuerwehr macht ja Sinn, noch über die Beschäftigung und das Trainieren hinaus. Es muss einen Spaß machen natürlich, aber jeder Ort braucht eine Feuerwehr. Ja? Also ist das ja sehr sinnvoll. Und dass eben sehr vieles über die freiwillige Feuerwehr passiert und nicht über Berufsfeuerwehr, macht Sinn. Aber trotzdem darüber hinaus, also ich habe zum Beispiel als Schüler mal mit einem Lehrer, dem ich das zugetraut habe, ja, habe ich den gefragt, habe gesagt, können wir nicht am Samstag bei dir, ich war dann schon bei du mit dem, habe gesagt, können wir am Samstag bei dir eine Leserunde machen. Dann haben wir immer einmal Faust gelesen, das ist jetzt nicht jedermanns Sache, mich hat es interessiert, sind noch 2 andere Schüler dazukommen und danach haben wir einen Kinofilm angeschaut und haben über den gesprochen. Das habe einfach ich selbst organisiert. Ja? Organisiert ihr euch auch? Also was
Was nehmt ihr selbst in die Hand? Ich meine, ich war damals nicht 14, muss ich sagen, ich war 17, ja? Also auch ein bisschen älter, ja? Aber vielleicht auch andere Beispiele, wenn man, vielleicht haben wir auch oft vergessen, wie wir selber waren als Jugendliche, ja? Wie kriegen wir diese Kulturfrage sozusagen über das Freizeitangebot hinaus in eine Relevanz, ja? Sie wollen was sagen halt. Ich stimme mal nickend zu. Nehmen wir jetzt das Mikrofon. Ja. Ich stimme mal nickend zu. Wie soll ich sagen, ich blicke da jetzt ja mit Augen, die wahrscheinlich die Ältesten in der Runde sind. Aber ich bin in den Gedanken aber sehr viel auch bei Jugend und bedauere eigentlich eines, dass sie diese Struktur nicht mehr haben, die wir mal gehabt haben in Form von Erziehungsberechtigten, von den Eltern, die Struktur auch, die sie in den Schulen gehabt haben. Herr Direktor, es ist ja toll, dass Sie mit Schülern da hergegangen sind, aber im Allgemeinen ist ja das in der modernen Zeit nicht mehr so üblich, dass sich Lehrer über ihre Berufszeit hinaus noch mit der Jugend beschäftigen. Das ist ja durchaus verständlich, ja, irgendwie abgekommen. Den Kindern, den Jugendlichen gehen aber da Strukturen davon, die ihnen einfach den Rahmen bieten, wie sie dann eigene Initiativen entwickeln können. Und ich glaube, darin liegt das Problem. Wir haben zum Beispiel, ich hoffe, dass ich nicht in mein altes Leiden hineinfall, dass ich zu kritisch bin, aber wir haben zum Beispiel eine Musikschule. Und diese Stadt ist nicht in der Lage, trotz einer Musikschule eine Stadtkapelle irgendwo aufrecht zu erhalten. Es ist ein Zeichen, wer könnte denn das machen? Also die Musiklehrer, die sich engagieren, aber vor allem auch die öffentliche Hand, die sich für sowas zu engagieren hat. Das heißt, ich muss einfach Rahmen schaffen, das ist auch finanziell natürlich die Frage und organisatorisch, dass sich diese jungen Leute dann entwickeln und betätigen können. Und weil Sie mit Recht sagen, es ist ja die Kultur, die Gesellschaft ist ja nicht allein die Feuerwehr und das Singen und dergleichen. Es ist ja auch an der Willensbildung in einer Gemeinschaft wichtig, dass die Jugend mitwirkt. Und da haben wir aber in meinen Augen das Problem, dass diese Jugendorganisationen zu einem Großteil von Parteien gegründet werden oder Parteinähe haben, und der Jugendliche ist ja, glaube ich, heute nicht mehr der dann irgendwo in diesem Parteidenken drinnen ist. Wie soll er sich aber gesellschaftlich entwickeln? Zum Abschluss nur zwei Erfahrungen, die ich gemacht habe vor 30, 40 Jahren. In Völkermarkt hat es einen Kulturverein gegeben. Dieser Kulturverein war vollkommen unpolitisch, aber er hat natürlich eigene Initiativen und Gedanken gehabt. Musikveranstaltungen, Bauprojekte, die kritisch beäugt sind worden und so weiter. Die Initiativsten in diesem Verein haben irgendwo einmal das Handtuch geschmissen, weil sie gesagt haben, wir stehen ja scheinbar nur mehr in Konkurrenz zur Gemeinde, ja, weil wir halt auch kritische Bemerkungen machen. Wie soll eine Jugend, die also, wie wir festgestellt haben, zu unserem Alter durchaus ein kritisches Auge haben, weil sie ja ganz andere Ziele vor sich haben, wie soll diese Jugend dann eigentlich wirken, wenn sie auf der anderen Seite Gegenwind spürt, dass sie nicht in dieses alte Schema der Gesellschaft passt. Gesellschaft, die heute, und das ist in den letzten Jahren ja noch schlimmer geworden, ja anscheinend nur mehr von Plus und Minus und Für und Wider der politischen Parteien geprägt wird. Wir müssten der Jugend eine Chance geben, dass sich unabhängige, mittelalterliche Leute, vielleicht so wie Sie aus dem Lehrerkreis, bereit sind und zu sagen, Burschen, gehen wir ein Thema an, wie organisieren wir das, ich werde euch meine Möglichkeit der Struktur bieten, etwas Geld geben und gehen wir Probleme an. Das ist meines Erachtens der einzige Weg, dass man Jugend begeistern kann für die Gesellschaft.
ich darf da kurz antworten. Also wir gehen davon aus, dass die Schule unpolitisch ist und dass da wir sicher nichts. Nein, passt. Also genau, die Zeit, keine Frage. Dass man das macht, was. Aber, und das sage ich ein lautes Aber, es gibt aber auch positive Beispiele, wie das natürlich funktionieren kann. Ich bin auch Politiker, bin trotzdem bei einer unpolitischen Organisation dabei, die wahnsinnig viel macht für die Stadt. Ja. Und ich weiß, bei uns, wenn es die Kulturinitiative nicht gäbe, würde die Stadt ganz anders ausschauen, als wie sie jetzt ausschaut. Entschuldige die Zwischenrufe. Die KIP ist nicht entstanden von der SPÖ, ÖVP, Freiheit wie in Slowenien, sondern durch Zusammenhalt entstanden. Ja. Weil zwei, drei, vier Personen da waren vor 40 Jahren, die gesagt haben, wir haben Kulturverein. Und das Gute ist, es wird auch keine Politik reingetragen. Null, gibt es nicht. Also es funktioniert da. Und zu der Musikschule kann ich auch noch ein positives Beispiel nennen. Wir brauchen nur über die Grenze drüber schauen, nach Slowenien. Da gibt es Musikkapellen en masse. Weil, oder Oberkärnten. Also, ich habe es nicht verstanden. In hoher Anzahl. In hoher Anzahl, ja. Ja, im Oberkärnten detto. Und da stehen aber die Musikschulen dahinter. Okay. Genau. Also es gibt schon diese Beispiele, wo es funktioniert. Nicht? Wo, weil wir gerade ein Konzert gespielt haben in Bleiburg, wo sehr, sehr viele junge Leute mitgespielt haben. Wo es eigentlich ein Vorprogramm mit Kindern gegeben hat. Gell? Also wenn man ein bisschen was tut, dann funktioniert das schon. Ich warne davor, es zu vergleichen und zu sagen, früher war alles besser. Ich würde auch davor warnen, dass man mit Rezepten von früher die Situation von heute lösen kann. Die Welt ist so unüberschaubar geworden, so divers, so komplex, auch für uns Erwachsene und Ältere. Und man kann jetzt nicht auch von Jugendlichen verlangen, dass sozusagen das, was wir schon nicht mehr überblicken, dass sie das im gleichen Maße überblicken können. Wir sind alle auf der Suche in dieser neuen Gesellschaft, die sich entwickelt oder schon entwickelt hat. Und gerade Corona hat ja auch gezeigt, wie sehr Dinge wegbrechen in relativ kurzer Zeit, wie Menschen sich isolieren, wie Ideen entstehen, die man eigentlich, oder ein Glaube an Ideen, die man überhaupt nicht für möglich gehalten hat, das sozusagen durch fast Flächen oder verbreitend Menschen Dingen folgen, die mit der Realität oder mit der Wissenschaft gar nichts mehr zu tun haben und das trotzdem glauben. Und deswegen, ich bin überzeugt davon, dass Widerständigkeit, du hast es schon gesagt, ganz wichtig ist, vor allem auch bei der Jugend. Aber bin mir nicht sicher, ob das mit Rezepten aus der Sicht der Älteren so erfolgen kann. Und das ist ja schon genannt worden. Es wird so vieles auf die Schule geladen. Die Schule muss Erziehungsarbeit leisten, bitte um Korrektur, die es früher in der Form, die es früher auf die Schule nie zugekommen ist. Und die Schule wird erdrückt von Anforderungen gesellschaftlichen und soll alles leisten. Und klar, Kultur, und dafür möchte ich eine Lanze brechen, ob das jetzt in einem Verein ist, ob das in anderen Kulturformen stattfindet. Kultur wird die Zukunft bestimmen, davon bin ich überzeugt. Weil was bleibt, wenn die Schule in der Form so belastet ist, wird es nur mehr Formen geben im kulturellen Bereich und das längst nicht mehr Freizeitgestaltung, wo man sozusagen sich einübt als junger Mensch. Wir haben das jetzt versucht im neuen Kärntenmuseum, wo Angebote da sind, dass es ein außerschulischer Lernort ist. Junge Menschen müssen sich einüben. Was ist Demokratie? Was bedeutet Gesellschaft? Was bedeutet Verpflichtung? Welchen Anteil habe ich daran? Was sollte jeder Einzelne leisten oder leisten können? All das ist nicht mehr selbstverständlich auf den bisherigen Wegen. Und deswegen finde ich so eine Diskussion großartig, weil ich bin davon überzeugt, Kultur wird die Zukunft unserer Gesellschaft bestimmen.
nämlich weil Kultur eine völlig neue Zuordnung bekommt in diesem Zusammenhang, Gesamtgefüge einer Gesellschaft. Und das, glaube ich, wird zu wenig beachtet, auch in Kommunen. Natürlich gibt es die Beispiele, die hervorragend funktionieren oder die wunderbar aufgebaut sind und die wir alle sagen, ja, in Bleiburg. Aber ich glaube, es wird notwendig sein, dass das Bleiburg sich vervielfacht. Aber wie gesagt, selbstverständlich ist nichts in dieser unüberschaubaren Welt und man wird dann mit neuen Konzepten und neuen Überlegungen vielleicht auch weg vom Blick, den wir haben, weil wir das so erlebt haben, mit einer neuen Generation arbeiten müssen, weil das wird die Zukunft bestimmen. Wir haben jetzt ein paar ganz neue, wichtige Aspekte, finde ich, in die Runde gebracht bekommen. Da war vorher schon die Frage einer Willensbildung, dass wir sozusagen auch die Gemeinschaft und das Gespräch und die Vereine brauchen zu einer Willensbildung. Wir haben jetzt hier diese unübersichtlich werdende Welt, die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen, wo sich ja möglicherweise, also ich stelle jetzt mal eine These auf, im 21. Jahrhundert, in den nächsten 80 Jahren da, wird noch einmal alles komplett auf den Kopf gestellt werden. So wie die letzten 100 Jahre und die letzten 200 Jahre mit der Industrialisierung, mit der digitalen Revolution hat sich alles komplett geändert, aber es hat uns auch an einen Punkt geführt, wo wir ja nicht so weitermachen können. Wir können sozial nicht so weitermachen, wir können seelisch so nicht weitermachen, wir kommen an eine Grenze und wir können ökologisch so nicht weitermachen. Also es ist einfach Sense, ja? Und das heißt, alles wird nochmal anders. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, sozusagen miteinander ins Gespräch kommen und das auszutarieren und rauszufinden, wie kommen wir in diese neue Zeit hinüber, ohne dass das Schlimmste eintritt, oder wir fangen an und radikalisieren uns alle und bekämpfen alle. Jetzt hat es geheißen vorher, ja, die Parteien reichen dafür nicht aus. Wir brauchen, die Zentralmatura reicht dafür auch nicht aus. Ja? Also was muss eigentlich heute Schule sein, dass wir dafür gerüstet sein? Was können die Vereine dafür beitragen? Ja? Also ich meine, ein Musikverein hat ja eine wichtige Funktion, dass wir sozusagen auch irgendwo Freude überhaupt erleben noch, wenn vielleicht alles uns bedrückt, ja. Aber was bedrückt uns auch, ja? Und so weiter und so weiter. Also das sind, glaube ich, ganz wichtige Fragen und dass wir da noch ein bisschen nachspüren und nachfassen. Oder jede andere? Vielleicht. Zur Schule einen kurzen Kommentar. Es sind ja mit September 2023 die neuen Lehrpläne gültig und da hat der Gesetzgeber schon versucht, so fächerübergreifendes Unterrichten zu ermöglichen. Das heißt, das, was wir im Fach MINT jetzt im Völkermarkt schon seit September machen, dieses mathematische, informatische, naturwissenschaftliche, technische in verschiedenen Fächern zu integrieren, das versucht der Gesetzgeber jetzt wirklich auf alle Bereiche überzustülpen. Natürlich ist es so, dass in der Schule nichts von heute auf morgen passiert, muss man auch dazu sagen. Und es wird sich weisen, ob diese neuen Lehrpläne überhaupt den Effekt bringen, den sich der Gesetzgeber vielleicht oder die Bildungspolitiker oder Bildungsforscher überhaupt vorstellen. Probieren muss man es, seien wir uns ehrlich. Und es ist auch so angelehnt, dass wirklich, wenn wir früher von Interessen gesprochen haben, die Interessen der Schüler, ein bisschen auf die Interessen der Schüler einzugehen. Das ist nicht einfach, wenn man 25 in der Klasse hat und auf jeden einzugehen, ist ein schier unmögliches Unterfangen, seien wir uns ehrlich. Also braucht man irgendwelche Settings, wo man zumindest Gruppen bildet, dass man die Gruppen abdeckt. Natürlich kann man da immer sich unterhalten, ob der Klassenverband das Richtige ist. Es gibt Schulen in Deutschland, die sind der Fabrikshalle, von der ersten bis zur achten, alle drin und der Lehrer geht von einem Ort zum anderen und hilft. So, das passiert aber auch nicht von einem Tag zum anderen, sondern da müssen die Eltern dafür bereit sein, da muss die Lehrerschaft dafür bereit sein und vor allem, da müssen die Schüler
dafür bereit sein, diesen offenen Unterricht auch anzunehmen. Weil da braucht man durchaus auch selbstmotivierte Schüler. Ja? Das ist immer so ein Thema auch. Wenn wir früher gerade reden, wofür brenne ich? Und wenn ich nur brennende Schüler habe für einen Gegenstand, dann wird das alles leicht gehen. Wenn ich keine brennenden Schüler habe, habe ich ein Problem. Gell? Und deswegen sage ich immer, zumindest in einem Gegenstand sollte man wirklich einen Ansatz haben. Und wenn es in der Religion ist, passt da. Vielleicht ist das Problem schon der Gegenstand. Ja, okay, egal, aber zumindest in einem Gegenstand sollte man wirklich sein Interesse fokussieren. Spannend. Ich finde es vielleicht generell einfach, es gibt voll viele Möglichkeiten, wenn wir jetzt auf dem schulischen Thema sind. Für viele ist es vielleicht auch so, ich will jetzt nicht gegen meinen Standort reden zum Beispiel, aber für viele gibt es nur ein Gymnasium oder eine Mittelschule zum Beispiel. Heutzutage gibt es so viele Alternativen, so wie bei den Vereinen zum Beispiel. Es gibt nicht nur die Feuerwehr, nicht nur den Sportverein. Es gibt tausend Möglichkeiten. Ob einer Bogenschießen mag, Tischtennis spielen, ob einer in der schulischen Karriere Sport machen will, oder jetzt mit den Lehrern, mit Matura oder so. Also es gibt ja tausend Sachen. Vielleicht auch ganz ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt ein Elternteil ist zum Beispiel, dass man seine Kinder halt auch auf dem Weg unterstützt und denen auch die Offenheit, was später auch das Leben noch erwartet, dass man es ihnen das auch präsentiert. Dass man den Kindern die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden und sagt nicht so, vor 30 Jahren Bub, bin ich ins Gymnasium gegangen, du willst auch die Matura machen im Gymnasium. Der hat andere Interessen vielleicht und das sollte man ihm die Möglichkeit geben, weil es gibt auch schon, finde ich, schulisch bezogen schon Sachen, die sind Weltklasse und die funktionieren, glaube ich, auch gut. Mir hat zum Beispiel, kann nur jetzt von mir zum Beispiel reden, bin auch ins Gymnasium Völkermarkt gegangen, hat mir gut gefallen, habe aber gemerkt, Turnen war zum Beispiel das Fach, da habe ich einen Ansatz gehabt. Ich habe nicht viel Ansatz gehabt, aber in Turnen war es einfach so wie Religion. Und dann bin ich aufs Sportgymnasium gegangen zum Beispiel, aber es müssen auch die Eltern hinter dir stehen, weil das ist halt 35 Kilometer entfernt. Und ich finde, das kann man rücken Eltern auch mitgeben, dass sie die Kinder so unterstützen. Ja. Wollt ihr noch mal was sagen? Also ich bin zum Beispiel bei einem Wort vorher von Ihnen aufmerksam geworden, wo Sie gesagt haben, da wird es von der Politik übergestülpt. Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt so bewusst gesagt haben, aber so, da wird sowas, da wird irgendwo so ein Plan geschmiedet, der wird dann übergestülpt. Ne? Also ist ja an der Wortwahl irgendwie schon erkennbar, ist vielleicht nicht der richtige Weg, wenn Schule sozusagen so, das ist ja dasselbe Thema wie Zentral, Matura, wenn es von oben und nicht von dort, wo sozusagen das Leben selbst stattfindet, gestaltet wird. Ne? Also was könnte Schule heute sein, die uns auf diese Zeit vorbereitet, der wir vielleicht entgegengehen? Jetzt hätte ich eine Frage an meine Schüler. Was erwartet ihr euch von der Schule überhaupt? Jetzt wirklich. Wie viele Schüler sein, damit sie... Also ihr vier geht eh gerne in die Schule. Aber was könnte es sein, wirklich, wo man sagt, okay. Ich denke halt, dass die ganze Welt sich in den letzten 50 Jahren zum Beispiel schon so viel verändert hat, im technischen Bereich, der ganze weltliche Bereich, aber dass die Schule halt immer noch gleich geblieben ist eigentlich, von ganzen Prinzip her, wie unterrichtet wird und alles. Und dass das gar nicht so angepasst worden ist auf die heutige Jugend, weil das kann man nicht mit damals vergleichen, die Jugendlichen. Und ich finde, es sollte auch schon, so wie in die höheren Schulen, gibt es ja schon HTL-Hack auf verschiedene Bereiche spezialisiert. Finde ich auch, dass Mittelschulen oder Gymnasien ebenso wie die MINT-Klassen verschiedene Klassenbereiche haben sollten, die was eben auf verschiedene Bereiche schon einmal ausgerichtet sind, so wie MINT für Technisches, Mathematisches, und das sind noch andere Klassen ins Kreative oder ins Sprachliche gerichtet sind,
weil nicht jeder Schüler ist in Mathematik gut, aber auch nicht jeder in die Sprachen. Und so kann vielleicht jeder in die Fächer, wo er gut ist, sich mehr ausleben. Also ich denke, dass Schule auch ein bisschen uns aufs Leben vorbereiten soll und nicht nur auf dieses Mathematik, Englisch und Deutsch. Es soll ja auch so, die Lehrer sollen uns ja auch beibringen, wie es draußen ist, wenn wir eigentlich auf uns allein gestellt sind. Und das macht unsere Deutschlehrerin eigentlich ganz gut. Sie zeigt uns, was gerade in der Welt passiert, dass wir wissen, wie es gerade draußen um uns herum läuft und dass es nicht so einfach ist wie in der Schule, weil draußen gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Und ich glaube, dass die Schule einfach eine Gemeinschaft ist, die was jeden Einzelnen fördern soll. Also nicht nur die Schlechten, sondern auch auf die Guten ein bisschen schauen soll, dass die Guten auch belohnt werden für das, was sie machen. Weil es gibt so viele Schüler in unserer Schule, die was gut sind, aber da meistens nur als Streber oder so beleidigt werden und nicht, es wird nur auf die Noten geschaut und nicht eigentlich auf das Menschen. Deswegen, das soll ein bisschen, auf das soll ein bisschen mehr geachtet werden. Also ich würde sagen, es ist, man hat ja schon diese Standard- und Standard-AHS eingebaut. Das ist ja für, sagen wir so, bessere und schlechtere Schüler in den Hauptgegenständen. Und in den Hauptgegenständen ist es halt so, dass man halt entweder in Mathe gut ist, in Deutsch gut ist oder in Englisch gut ist. Aber nicht jeder Mensch hat von Natur aus diese Begabung zum Beispiel für Mathe. Nicht jeder Mensch versteht Mathe sofort oder Englisch oder Deutsch oder was auch immer. Viele Leute interessieren sich dafür nicht. Und das ist halt, das finde ich, da müsste man halt besser mehr darauf eingehen, auf die Stärken der Schüler und nicht auf die, also man sollte mehr die Stärken ausbauen. Also man sollte sich um die Schwächen kümmern, aber die Stärken umso mehr ausbauen, damit halt die Schüler sich auch dann in dem Beruf, was sie dann später ausüben wollen, nach der Schule, dass sie sich dann dort direkt einleben können, wenn man das jetzt zum Beispiel Matheverständnis noch weiter bildet. Und in die restlichen Gegenstände, also so Lerngegenstände halt, da finde ich halt, da ist halt auch eigentlich, zum Beispiel Geschichte, das ist eigentlich nur stumpfes Lernen. Weil wenn man nicht lernt, wird man da wahrscheinlich auch keine guten Noten kriegen, außer man interessiert sich dafür. Wenn man sich zum Beispiel für Geschichte nicht interessiert und keine Lust zum Lernen hat, weil es eben nicht interessiert, wird man nie einen Ansatz zum Beispiel haben oder einen Zwarer oder sowas. Also wird die Noten relativ schlecht bleiben. Also ich finde, dass man halt einfach allgemein auf diese Interessen der Schüler einfach mehr eingehen sollte. Ja, so denke ich ja schon alles gesagt. Ich habe jetzt auch nicht so viel im Kopf mehr. Ja. Ich habe noch eine Frage. Bitte. Gib mir das mit. Ja. Wenn ihr jetzt, das war vor allem in deiner Wortmeldung, so, da gibt es schon das, da gibt es schon das. Wenn es jetzt noch überhaupt keine Schule gäbe und man hätte sozusagen noch überhaupt keine Vorstellung davon, wie Unterricht ist, wie würdet ihr das dann organisieren? Wie würdet ihr Unterricht machen? Wie würdet ihr Schule machen? Ja. Also es gibt noch gar nichts, wo du abschauen kannst, wie es geht. Musst du ganz neu einfallen lassen. Ja, tja. Das ist schwer. Das ist schwer. Muss man ja auch nicht gleich beantworten, aber ich finde, also mir ist das vorher so beim Zuhören gekommen. Also war hochinteressant, ja. Und auch dieses individuelle Fördern, ja, auch das, aber auch zum Beispiel die Frage, wo du gesagt hast, es geht nur um die Noten oder so, ja, das sind ja alles so Fragen, ja. Aber wenn wir uns überhaupt mal überlegen, ja, also ich glaube, jeder kann das, nicht nur jetzt die Jugendlichen, kann jeder noch mit einsteigen in die Frage. Wenn wir überhaupt die Dinge neu greifen müssen, wir können ja vieles vielleicht gar nicht so weitermachen, ne? Und dann können wir ja nicht sagen, ja, das machen wir so wie da und das machen wir so wie da, sondern es muss uns vielleicht kreativ, ja, was komplett. Kreativ heißt ja hervorbringen, kreieren, ja, was es noch nicht gibt. Ich habe jetzt keine konkrete Antwort, aber nur ein, zwei Gedanken dazu. Ich glaube, also jetzt wieder stärker auf den Bereich der Vereine, auch bezogen und darauf, was Vereine leisten können. Ein wesentlicher Anspruch an Kulturarbeit im Endeffekt ist ja immer, dass man sagt, das, was man so gesellschaftliche Teilhabe nennt, also Menschen die Möglichkeit zu geben, mitzuwirken, mit dabei zu sein, nicht nur passiv, sondern auch mitzugestalten.
was auch immer man dann als Verein tut, ob das dann eine Feuerwehr ist, ein Kulturverein, ein Sportverein, also auch mitzugestalten. Und das hat aus meiner Sicht immer, und das hat es glaube ich heute auch noch, also wenn man jetzt im Vergleich zur Schule auch, es hat zwar jeder Verein hat sozusagen sein Themengebiet, Singen, Tanzen, Spielen, also irgendwas, womit man sich halt beschäftigt, aber er bietet dort die Möglichkeit, sozusagen sich persönlich sehr gut zu entwickeln und im Endeffekt auch sowas wie einfach wirklich gute Fähigkeiten oder seine Fähigkeiten gut weiterzuentwickeln und ein gewisses Talent zu entfalten und dadurch auch gewisse gesellschaftliche Anerkennung zu kriegen. Und zwar unabhängig von, also es hat früher vielleicht eine größere Rolle gespielt, unabhängig von Herkunft, politischer Gesinnung, sonstiger irgendwie gesellschaftlicher Zuordnung. Also ganz unabhängig davon, ob man aus einem reichen Elternhaus kommt, aus einem weniger begüterten Elternhaus kommt, kann man, wenn man sozusagen die Bereitschaft hat, sich in irgendeinem Kontext einzubringen, das gerne tut, das gut entfaltet, im Endeffekt einfach für sich selbst viel gewinnen und gesellschaftliche Anerkennung bekommen. Und das hat so aus meiner Sicht, also da steckt aus meiner Sicht einfach ein großes, wichtiges Moment drinnen. Also eine Qualität, die diese Arbeit leisten kann, die sie aber nur dann leisten kann, wenn natürlich Vereine sozusagen den Spielraum eröffnen und irgendwie in der Lage sind, entsprechend Leute nicht nur anzusprechen, sondern ihnen eben auch den Entfaltungsspielraum dann zu geben, im Endeffekt, damit sich das so entfalten kann. Ja? Und ob das dann gelingt oder nicht, da gibt es sozusagen, es gibt da den Spruch und in dem Wie, da liegt der ganze Unterschied, so eine Oper vom Hofmannsthal, wie er immer. Ich glaube, also es hängt dann davon ab, mit welcher Haltung man das macht, mit welcher Haltung man Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich dann eben zu entfalten, selbst zu entfalten. Auch. Davon hängt aber alles ab, wie man es tut, ob es gelingt oder nicht, ob es gelingen kann oder nicht. Ich hatte den Eindruck, Sie wollten vorher was sagen. Nein? Vielleicht das, was du jetzt gesagt hast, eben nicht nur auf die Jugend zu beziehen. Ich denke mal, man sieht das auch an so lebendigen Beispielen wie eben Bücherzellen, die aufgestellt werden. Magdalensberg ist da so ein Beispiel, wo Leute sehen, sie können, wenn sie miteinander anpacken und was tun, gestalten sie auch den Platz oder die Gemeinde mit sozusagen. Also da geht es jetzt um ein gestalterisches Element. Natürlich gibt es auch andere Elemente. Ein Beispiel wäre so das Digitreff in Galizien, nicht so weit von da entfernt, wo Jugendliche, ich habe da selber kurz mitgearbeitet sozusagen, wo Jugendliche, ein HTL-Schüler, zwei HTL-Schüler, also eigentlich ein HTL-Schüler, der seinen Freund da mitgebracht hat und ein Pensionierter, eine pensionierte Pension, der eigentlich um Hilfe gebeten hat bei seinen elektronischen Geräten und der HTL-Schüler hat dann quasi sich zur Verfügung gestellt und gesagt, ich helfe dir, also quasi tun wir was gemeinsam aufbauen. Und das Digitreff ist leider dann Corona zum Opfer gefallen, also das war vor Corona, hat es ein paar Mal stattgefunden, wo halt Senioren, aber nicht nur Senioren, auch andere Menschen hingehen haben können und sich die elektronischen Geräte erklären lassen haben von den Schülern. Und die Schüler haben wirklich auch leuchtende Augen gehabt, weil sie gesehen haben, dass sie da wirklich gut was beitragen können. Und das war zeitlich begrenzt, das war einmal im Monat. Und deswegen hat das auch gut funktioniert, denke ich. Ich möchte mich nur dem noch einmal anschließen und noch einmal auf das von vorhin zurückkommen. Wenn man vom Ursprungsbegriff ausgeht, Cultura Agri war es die Pflege der Landwirtschaft und ist dann zur Pflege des Geistes geworden, bis ins 19. Jahrhundert die bildende Kunst und heute irgendwie umfasst das alle Erscheinungsformen. Aber letztendlich, glaube ich, ist Kultur oder die Arbeit mit Kultur, in Kultur oder sich gesellschaftlich beteiligen im Zeichen von Kultur ein Personalentwicklungsprojekt. Es geht um Menschenbildung. Und was ich wirklich, und das möchte ich noch einmal betonen, wirklich befürchte, ist, dass all das, was wir noch gelernt haben, an gesellschaftlichem Hineinwachsen und Strukturen und so weiter, dass uns, wir kritisieren es oder wir zu Recht oder sehen die Problemlage,
aber ich sehe die Problemlage noch viel größer, was man vielleicht noch gar nicht sieht. Und da, glaube ich, muss man eine radikale Veränderung durchführen. Oder wenn man jetzt sagt, Reset, Schule, denkt man neu. Ich glaube, dass man in vielen Dingen am Weg zu der Gesellschaft der Zukunft oder der nahen Zukunft sowas durchführen muss. Weil wir kommen ja auf Dinge noch, die wir ja jetzt gar nicht erfassen. War mir bis vor kurzem, bis wir es mit den Technikern des Museums gemacht haben, auch nicht klar, dass wir, der Quantenchip wird unsere Welt revolutionieren, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Es gibt ja mehr amerikanische Labors, die Rechenaufgaben leisten, wo jetzt ein gut, also ein Top-Computer der Gegenwart 10.000 Jahre braucht, der Quantenchip das in 10 Sekunden macht. Diese Rechenmodelle gibt es in amerikanischen Labors. Und wenn das Realität wird, oder wenn man jetzt, ich habe es jetzt mehrfach getestet, ChatGPT, ja, da kommen hervorragende Sachen raus. Eigentlich braucht der Politiker nie mehr eine Ausrede haben, dass er eine schlechte Rede hat, weil der braucht das Stichwort eingeben und für den lokalen Bereich, regionalen Bereich reicht das schon, dass man eine gute Rede haltet. Aber was da jetzt auf uns zukommt, ist ja der nächste Schritt. Und der aber wieder zu einem Kulturverlust bringen kann, nämlich zu einem Kompetenzverlust. Also, man wird gute Konzepte brauchen und man wird vieles neu denken müssen, um das alles zu bewältigen. Und ich beneide junge Menschen in der Gegenwart nicht, weil das ist sehr schwierig, sich seine Zukunft zu finden oder seine Zukunft zu bauen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ, aber das. Wolltest du gleich was sagen? Ja. Ja, also das fand ich jetzt auch interessant, dieses Beispiel, künstliche Intelligenz, die sogenannte künstliche Intelligenz und überhaupt die Möglichkeiten, die sozusagen aus der Technik kommen. Erwarten wir von diesen Möglichkeiten sozusagen Wunder oder auch Katastrophen, wechselweise, ja, die sozusagen alles wird technisch gelöst oder die Technik stürzt uns ins... Ich glaube, egal wie die Technik sich entwickelt, es braucht sozusagen uns in der Frage, was wollen wir damit machen? Wie vereinbaren wir uns über dieses Wollen? Wie kommen wir zu dieser Willensbildung? Wie kommen wir ins Gespräch miteinander, um zu sagen, ja, der Chip kann noch so schnell sein. Wir Menschen haben eine eigene Geschwindigkeit. Wir müssen sozusagen, ja, und ihr lebt noch, weiß nicht, 80 Jahre mindestens nach der Lebenserwartung. Ja? Also was kommt da alles jetzt auf uns zu? Aber auch wir leben noch ein paar Jahrzehnte, ne? So wie wir hier sitzen, unterschiedlich. Aber was kommt da auf uns zu? Und auch also wirklich dieses, wir können uns vieles noch gar nicht vorstellen. Also müssen wir uns doch rüsten, sozusagen das Unvorstellbare zu imaginieren. Da reicht auch unser Denken nicht aus, sondern da müssen wir imaginieren, da brauchen wir Fantasie, da brauchen wir Kreativität, da müssen wir in uns hineinhorchen. Ja? Also zum Beispiel, wenn man hineinhorcht und sagt, also das will ich eigentlich gar nicht mehr. Dass man sagt, dass man auch einmal zum Lehrer sagt, wir wollen das so nicht mehr machen. Vorbei! Ende. Probier es einmal in diesem Schulsystem. Ja, aber man kann sich doch nicht nach dem System richten. Also, das muss man. Greta Thunberg hat ja mal gesagt, wenn es so schwer ist, in diesem System etwas zu ändern, dann müssen wir das System ändern. Ist ja eigentlich nicht so schwierig. Wer will nochmal? Sonst können wir auch dann eine kleine Abschlussrunde machen. Michael? Kurz noch vielleicht auf die Technik, auf ChatGPT. Natürlich ist das ein Thema, das uns alle ein bisschen betrifft, auch die Schule. Man muss allerdings da auch hinweisen, dass es jener Menschen bedarf, die diese Maschinen auch füttern. Also nicht jeder kann aus ChatGPT was Gescheites rauskriegen. Und das meine ich, dahin gehören die Schülerinnen und Schüler
geleitet, dass sie wirklich so weit sind, diese Maschinen so zu bedienen oder aus denen sowas rauszukommen, dass es einen Mehrwert für sie bedeutet. Und das ist, glaube ich, schon in den nächsten Jahren der Auftrag der Schule. Der wird so sein. Ja, natürlich kommt da das nächste Thema hinein, dass man sagt, mit Fake News. Und da ist die Schule auch natürlich Brennpunkt, wo man sagt, wir haben als Lehrer das durchaus in der Hand, die Schüler so weit zu leiten, dass wir sagen, okay, kannst du das, wir werden es nicht zusammenbringen, sagen wir so, kannst du das erkennen, ob das eine Fake News ist oder nicht? Das wird, glaube ich, schon, wenn wir auch das Thema Demokratie hier haben, dass man sagt, das wird schon entscheidend sein, ob uns das gelingt. Ja, gut. Gibt es was ganz Brennendes noch? Sonst würde ich gerne auch noch mal das Mikrofon einfach in der Runde gehen lassen und gerne auch hören, was jetzt so irgendwie, ob da einen Gedanken gab, der einem besonders wichtig war, wo einem sagt, oh, da ist mir was aufgegangen, das habe ich so noch nicht gedacht. Also, oder, ja. Ich hätte noch eine Frage an mich oder an die Runde auch, die jetzt weniger sozusagen die Frage Jugend, also die Frage zwischen den Generationen vielleicht betrifft, aber vielleicht auch so insgesamt in der Gesellschaft. Es ist ja so, dass doch jetzt seit der Corona-Pandemie die Frage der Zerrissenheit der Gesellschaft sehr stark diskutiert wird. Und es gibt auch viele, die sagen, es gibt Gräben, Zerrissenheit und so weiter, die das als Riesenherausforderung sehen. Es gibt andere, die sagen, naja, quasi eine vielfältige Gesellschaft ist per se, wird immer unterschiedliche Meinungen und Positionen haben, die mehr oder weniger, also das ist nicht so schlimm, das ist sozusagen eigentlich der Normalzustand in einer pluralen Gesellschaft. Die Frage, glaube ich, steckt da in der Frage des Wies, des Umgangs miteinander. Und ich glaube, es hat aber ganz, was mich einfach beschäftigt, ist die Frage, wie, ich habe schon das Gefühl, dass heute, wie soll ich sagen, da letztendlich auch die streithafte Debatte auch in so einem Kontext für viele eher belastend wirkt, also dass man eher die Harmonie sucht und die Bestätigung. Also ich suche jetzt per se auch gerne den Widerspruch mit der Aussage. Und ich habe vor kurzem im Radio eine Aussage gehört von diesem österreichischen Philosophen, von Franz Schuh, der, glaube ich, irgendeinen runden Geburtstag hat, da gibt es irgendwelche Veranstaltungen zu seinem Geburtstag, und der einfach gesagt hat, aus seiner Sicht das Wichtigste ist das Streitgespräch ohne Versöhnungsabsicht. Ja, also ohne Versöhnungsabsicht. Es ist nicht so, dass er die Versöhnung nicht mag, also den Konsens. Aber er sagt, wenn man von vornherein mit einer Versöhnungsabsicht in ein Streitgespräch geht, wird nicht so viel draus, sondern es braucht den Streit mit offenem Visier. Im Endeffekt, das sagt er, wenn ich ihn richtig verstanden habe, das ist mehr oder weniger das, was die Demokratie und die Gesellschaft momentan mehr braucht, als das Gräben zu schütten. Das vorher. Ja, und da ist für mich auch immer die Frage, was kann Kultur dazu beitragen, wenn ich jetzt sage, was Vereine dazu beitragen kann. Ich weiß, dass Vereine mit ihrer Arbeit viel dazu beitragen, aber auch da passiert natürlich sehr, sehr vieles an Gesprächen, passiert in gewohnten Umgebungen, in gewohnten Zusammenhängen. Es gibt so die Beobachtung, Vereine machen ja ganz viele Feste, die also der Gesellschaftspflege, für die Gesellschaftspflege wichtig sind. Aber bei ganz vielen Festen sitzen Jahr für Jahr, das ist ein bisschen überspitzt gesagt, am ersten Tisch die Feuerwehr, am zweiten der Gesangsverein, am dritten die Jäger und am vierten der Pfarrgemeinderat oder sonst wer. Und im nächsten Jahr wieder. Und das ist auch wichtig, dass die sich miteinander unterhalten. Die Frage wäre ein Stück weit, wie kann man das fallweise ein wenig auch durchbrechen? Oder vielleicht braucht man es auch gar nicht. Vielleicht passt es so, wie es ist. Mit der Sitzordnung könnte man beginnen. Ja, ich möchte noch die zwei Begriffe Gesellschaft und Demokratie nochmal strapazieren. Also wir haben jetzt sehr viel mit Integration der Jugendlichen gesprochen eigentlich, aber wir müssen noch, also ich möchte noch eins angreifen, und das ist in meiner täglichen Arbeit, was ich jetzt in der Regionalentwicklung, auch in allen anderen Bereichen mit Gemeinden so erfahre, ist, etwas haben wir geschafft, wirklich abzuschaffen, das ist die Selbstverantwortung. Es ist in allen Bereichen nur noch die öffentliche Hand zuständig, und auch die öffentliche Hand soll bezahlen und soll finanzieren und soll lenken. Und wir sind aber in unserer Gesellschaft, in diesem Demokratieverständnis, in dem wir leben, sind wir nicht in der Lage, das ist das Demokratieversäumnis oder auch das Defizit, das die Demokratie, glaube ich, hat, wir sind nicht in der Lage, eigentlich
lenkend, und zwar oft einmal auch so lenkend einzugreifen, wo es weh tut. Wir fahren mit Vollgas auf eine Umweltkatastrophe hin. Ich will das gar nicht mehr strapazieren, ja, weil das ist, diese Szenarien, man kann sie eh schon einmal hören, aber wir wissen, dass das passiert. Dass Professoren von der BOKU ganz einfach mit den Protestanten jetzt da auf die Straße gehen. Die Professoren, die mich unterrichtet haben, die mir das schon vor 30 Jahren gesagt haben, und ich habe auch nichts besser gemacht. Ja? Wo sind da die Grenzen der Demokratie? Weil jetzt dann irgendwann mal zu sagen, nein, pass auf, du lebst über das Verhältnis, das dir zusteht. Du verbrauchst so viele Ressourcen, das steht dir nicht zu. Du darfst nicht auf Urlaub nach Australien fliegen. Wer wird uns das einmal sagen? Wer? Und das in der Bevölkerung unterzubringen, das sehe ich. Ich sehe noch immer von mir Autofahrer, die den Chick aus dem Fenster schieben. Nicht? Und das ist leider. Also wir sind da echt, wir haben echt Probleme in unserer Gesellschaft. Wollen Sie was sagen dazu? Ja, ich bin jetzt, weil ich mein Enkelkind den Hund damit gehabt habe, aber ja, nicht alles habe ich mitgehört. Und ich weiß auch gar nicht, ob das Thema jetzt dazu passt. Ich bin ja 30 Jahre im Völkermarkt aufgewachsen, dann war ich 25 Jahre in Graz. Jetzt kommen wir teilweise wieder zurück, weil wir da die Häuser geerbt haben am Hauptplatz und die herrichten. Und passt vielleicht zum Thema Umwelt, dass man da am Hauptplatz, jetzt wird ja das gerade weggebaut, der ganze Markt, gell? Aber dass man da auch für Menschen Plätze schafft, wo man sich gemeinsam treffen kann. Ich war beim Bürgermeister vor 2 Jahren, der hat sich erschrocken. Wirklich, sind da keine Bänke? Ich habe gesagt, nein, vielleicht gehen Sie mal schauen. Aber freilich, könnten auch Bäume sein. Dass man auch einen Platz schafft, wo Menschen sich treffen können in der Stadt. Jetzt wird ja Gott sei Dank das neue Gymnasium gebaut. Hoffentlich gibt das einen Impuls, stadtentwicklerisch. Weil ich komme viel herum, viel mit dem Radl. Wir fahren fast alles mit dem Radl mit meinem Mann. Wir wohnen in Graz, das ist praktisch, da fährst du halt mit dem Radl. Aber wir fahren auch in andere Städte mit den Radeln. Aber so einen Hauptplatz habe ich eigentlich nirgends gesehen, wo man sich nicht hinsetzen kann. Ich habe einmal Bänke, ich bin da selber hergegangen, habe da Bänke aufgestellt, da haben sich Leute begeistert hingesetzt. Sonst sitzen sie nämlich da auf der Eisenstange. Gehört auch zur Gemeinschaft. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch passt als Thema. Ja, alles passt, ja. Alles passt. Ich wollte gerne. Ja, bitte. Ja, zum Thema Pressefreiheit. Ich bitte jetzt, heute oder gestern war der Tag, nicht? Wir müssen alle froh sein, dass wir die Pressefreiheit haben und alles. Also ich behaupte aber, das ist nicht so in Österreich. Ich habe nämlich einen Leserbrief schreiben wollen. Als Beispiel nur einer von vielen, zum Thema Photovoltaik und Förderung. Der Leserbrief hätte angefangen oder hat angefangen, Winnetou würde sagen, der Landeshäuptling spricht mit gespaltener Zunge, weil er voll dafür ist, überall in den Medien voll dafür ist, dass man das fördert. In Wirklichkeit schaut es aber so aus, dass der einzelne Bürger, die am Dorf was machen will, dem werden die Briegel geschmissen, das stimmt überhaupt nicht mit der Förderung. Die paar Nötsch, was sie da ausgegeben haben, die waren am gleichen Tag schon vergriffen. Also das Proportionelle, das passt überhaupt nicht zusammen. Und der Herr Lundes hat uns jetzt mit einem Hinternteil in der Kehlack, die wird gefördert. Da läuft alles. Es läuft über Großbetriebe, die Gewinne machen, sagt man die ganzen Verstaatlichten in Österreich, alle machen Gewinne und die Presse, die fährt da vorbei. Ja, wenn einer den Leserbrief geschrieben hätte, der hätte keine Presseförderung mehr gekriegt oder weniger oder eins auf die Ruhm. Also so eine Pressefreiheit, wie propagiert und überall geschrieben wird, die haben wir nicht. Das ist meine Meinung dazu. Ich. War das jetzt an mich gerichtet? Ich wollte gerne noch das Demokratie-Thema aufgreifen, das Sie ins Spiel gebracht haben. Ich selbst bin Demokratieaktivist, wenn ich nicht die Kuppel aufbaue, aber auch das ist natürlich
in diesem Kontext. Aber wir setzen uns zum Beispiel für die Ergänzung der repräsentativen Demokratie um einen guten Prozess der direkten Demokratie. Also direkte Demokratie ist immer wichtig, dass es ein guter Prozess ist, dass die politische Willensbildung wirklich stattfinden kann. Dass über eine Initiative, die ich einbringe und ein Volksbegehren, eben auch eine Volksabstimmung stattfindet. Und dass vor einer Volksabstimmung dann auch zum Beispiel der ORF in die Pflicht genommen wird, dass das Pro und Contra gleichberechtigt und umfassend diskutiert wird. Also ein adäquater Prozess der direktdemokratischen Willensbildung, nicht als Ersatz für den Parlamentarismus und für die repräsentative Demokratie, sondern wie als zweite Säule. Deshalb sprechen wir auch von der komplementären Demokratie. Und ich glaube, also erstens mal ist es sozusagen das normale Denken, wir haben verschiedene Interessen, die werden von den Parteien vertreten und dann wählen wir die Partei und die vertritt meine Interessen und dann kommen wir zu was Ausgeglichenes in der Gesellschaft. Aber die Frage, die Sie angesprochen haben vorher, dass wir ja auf etwas zukommen, wo wir möglicherweise auf was verzichten müssen, wo wir unsere Lebensgewohnheiten ändern müssen. Wie tun wir das, wenn wir sozusagen nicht das Gefühl haben, die da oben nehmen uns was weg? Dann müssen wir selbst miteinander aushandeln, was wir noch können und was wir wollen und wie wir es machen. Also dieses wirklich einbezogen sein in die Fragen, wie gestalten wir unsere Gesellschaft, dass alle Menschen einbezogen sind in einem direktdemokratischen Prozess, aber auch in solchen Möglichkeiten, wie wir es jetzt zum Beispiel haben, mit Bürgerräten, mit Partizipationsprozessen auf allen Ebenen, nicht weil jeder überall mitreden kann und soll und so, sondern weil wir, dass wir sozusagen, wir sind mitverantwortlich, wir sind die Gewissensfrage sozusagen einzubringen und auch zu wissen, ja, ich tue das jetzt nicht, weil mir es einer von oben gesagt hat, sondern wir tun es, weil wir es gemeinsam eingesehen haben, dass wir so und so handeln müssen. Also das, glaube ich, ist was ganz Wichtiges, dass wir ohne eine wirkliche Weiterentwicklung der Demokratie gar nicht in unsere herausfordernden Zeiten krisenfest sind. Was sagt ihr dazu? Da möchte ich noch was ergänzen, ja. Vielleicht darf ich das. Ich habe früher mal, wie ich jünger war, auch in eurem Alter, da habe ich etwas gesagt, das sage ich jetzt so nicht mehr. Ich bin stolzer Österreicher oder ich bin ein stolzer Kärntner. Ich habe auch das Bundesheer gemacht, ich bin Offizier, ja, aber die Nationalismen sind so ein Gift für die Demokratie. Die schwächt uns jetzt in europäischen Gedankengut. Nationalismus stört mich in allen Bereichen, wenn wir es dann global sehen. Ja, wenn die Chinesen das nicht machen würden. Und also das ist ein derartiger Bremsklotz, ja, jetzt zu sagen, na, ich bin jetzt Kärntner und ich habe Kärntnerinteressen. Ich bin Erdenbürger und ich habe ein Interesse für diese Erde. Und solange wir diesen Weitblick, diesen Blick über diesen Tellerrand hinaus nicht schaffen und uns auch diese Rahmenbedingungen gegeben werden, weil das einfach politisch nicht so opportun ist, ja, das ist, damit fange ich keine Wählerstimmen mit so einer Einstellung, ja. Solange werden wir einfach Probleme haben und die EU hat echt Probleme. Die hat ganz, ganz große Probleme, wenn ich das mir nur anschaue, welche Streitigkeiten in Spanien, in Italien, also in jedem Mitgliedstaat habe ich das schon fast nicht. Also, und wenn wir das nicht irgendwann einmal abgeben können, dieses nationale Denken, ja, dieses nationale Gedankengut, dann weiß ich nicht, wie wir das schaffen sollen. Jetzt könnten wir gerade die nächste Runde anschließen. Ja. Wunderbar spannend. Und ich würde gerne diese Abschlussrunde trotzdem noch machen, dass jeder jetzt auch nochmal sagt, was hat er besonders oder was hat sie Besonderes mitgenommen aus der Runde. Und wenn ich anfange, ist es für mich, also es war alles total spannend und auch jetzt diese Schlussfragen und das ist ja auch mein Metier eigentlich und was diese großen gesellschaftlichen Fragen, aber für mich ist trotzdem dann immer der Blick auf das, was ich gar nicht so gut kenne, weil wenn man in Wien ist, stellt sich diese Frage zum Beispiel, diese Kulturfrage ganz anders, wie sie hier sich in diesen Vereinsstrukturen stellt. Und
ich habe jetzt, glaube ich, noch keine Antwort drauf bekommen, aber diese, dass das wichtig ist in der, für die Gemeinschaftsbildung, für die Willensbildung und dass vielleicht diese Vereine, die so eine Bedeutung hier haben, gerade auch vorbereitend auf dieses, also dass man gerade in der Region über dieses Nationale hinwegkommt, dass man in der Region den Blick in die Welt übt. Weil wir leben natürlich immer in der Region. Wir leben auf dem Planeten, aber auf dem Planeten an einem Ort. Und das in Einklang zu bringen. Gibt es jetzt ein die Runde? Oder wo soll ich an? Ich fange einfach mal da. Ich bin nicht voll informiert, ich bin erst dazugekommen. Ich möchte aber nur noch sagen, national ist ja wichtig, das nationale Denken. Wir Kärntner haben angeblich laut allgemeiner Presse und laut allgemeiner Meinung, was man so nachschauen kann und lesen kann, wir haben ein starkes nationales Bedürfnis. Also ich behaupte aber, dass das in anderen Ländern noch viel ärger ist. In Slowenien ist das Nationaldenken noch viel stärker als bei uns. Auch in Kroatien, meine Frau ist Kroatin. Da unten geht es heute noch fürchterlich zu. Und der letzte Krieg hat ja in der Richtung ausgeartet. Ich glaube, das ist ja wichtig. Das soll man nicht aufgeben. Aber gesundheitlich denken, das ist das, was uns fehlt. Dass man mit diesen Regionen das Gemeinsame sucht und findet, das glaube ich ist ganz wichtig. Ich denke, die Selbstverantwortung, das Stichwort möchte ich vielleicht aufgreifen, die Selbstverantwortung im Kleinen etwas bewirken zu können, innerhalb der Familie, also ich vielleicht als Einzelperson innerhalb der Familie und dann, wenn ich in einem Verein tätig bin, auch in der Schule, denke ich, wenn man da selbstverantwortlich handelt und gemeinsam vielleicht mit anderen oder andere motiviert, etwas zu tun, was mir selbst ein Anliegen ist, Lösungen für kleine Probleme finden, aber auch versuchen, hier und wieder einmal eben über diesen Tellerrand, über diesen berühmten hinauszublicken, vielleicht zuerst einmal in die eigene Stadt, ins eigene Dorf, in die eigene Stadt, ins eigene Land, Österreich, Europa und da natürlich überhaupt global gesehen sozusagen, was sich da so tut, irgendwo auch ja, offen auch die Dinge nachzuverfolgen, mitzuverfolgen und versuchen hier und wieder einfach einen Beitrag, einen eigenen zu leisten. Das nehme ich mit. Ja, für mich ist ein Vorbild der Leopold Kohr. Small is beautiful. Also das Große, es gibt Bereiche, die muss man im Großen lösen, aber viele, das meiste muss man im Kleinen lösen, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben fast 200 Nationalstaaten. Jeder Nationalstaat beharrt auf Eigenständigkeit. So. Und das hat es einmal gegeben, das Prinzip der Nicht-Einmischung hat es einmal gegeben. Und jetzt sind wir so weit, dass wir überall für alles überall zuständig sind. Wir sind nicht für das zuständig, was in Indien oder in Brasilien passiert. Wir müssen da unsere Probleme lösen und das ist eben ein bisschen national geregelt, oder nicht? Ja, also, wie gesagt, okay. Und das passt also. Passt alles. Es gibt keine Vorgaben. Ja, ich werde noch einen Begriff werde ich noch strapazieren und das heißt Vorbildwirkung. Das ist die Botschaft eigentlich an die ältere Generation. Ich habe ein Erlebnis gehabt, da habe ich im Gymnasium einen Film gezeigt, Schülerinnen und Schülern. Der Film heißt Fast Fashion. Und ich bin da drin gesessen in der letzten Reihe und habe beobachtet, wie die Schülerinnen und Schüler das sich angeschaut haben, welche Umweltverschmutzung bei der Produktion unserer Bekleidung sozusagen stattfindet und wie es dann möglich ist, dass man
den einen oder anderen Discount-Chef ein T-Shirt um 1,50 Euro kaufen kann. Und ich habe mich einfach nur geschämt. Ja? Ich habe mich geschämt als Älterer, dass ich da drinnen sitze und den Jugendlichen so etwas zeigen muss, in der Hoffnung, dass die Jugendlichen uns Ältere erziehen. Ehrlich, so muss man sein. Die jüngere Generation soll eigentlich jetzt das, was wir mir verbockt haben, eigentlich besser machen. Und das ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Und da müssen wir alle gleichzeitig Vorbildwirkung leben. Wir müssen einfach vorbildlich arbeiten, handeln, tun. Ja, es sind ja so viele Themen angesprochen. Ich möchte zum Abschluss nur eines sagen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass diese demokratische Willensbildung, die Einbeziehung der Bevölkerung bei der Gestaltung unserer Gegenwart, aber auch unserer Zukunft, dass das den Ursprung in einer kommunalen, regionalen Ebene hat. Wenn dort das stattfindet, dann entwickelt sich das weiter auf eine, jetzt österreichisch gesehen, auf eine Bundesland- und auch eine Republikebene. Aber du kannst die Menschen für diese demokratische Mitarbeit an der Zukunftsgestaltung nur auf kommunaler und regionaler Ebene finden. Du kannst nicht von oben oktroyieren, das geht nicht. Und darum sage ich, es sind sicherlich diese ganzen Vereine sehr wichtig. Es ist aber auch die Vorbildwirkung von der Elterngeneration, von den Eltern, aber auch, wir haben einmal politische Meinungsbildung auf kommunaler und regionaler Ebene, aber auch diese sogenannten Meinungsbilder, die heute schon sehr berufsmäßig das machen, die sind dafür verantwortlich, dass die Menschen einer Gemeinde, einer Region in diese Willensbildung direkt einbezogen wird. Und man darf darin keine Konkurrenz sehen, nur weil man vielleicht auch auf gegenteilige Meinungen kommt. Und deswegen meine ich, die Zukunft liegt bei der Jugend und man muss alles tun, damit sie eine Möglichkeit hat, um ihre Meinungen auch entsprechend breit verbreiten zu können. Danke. Vielleicht, mir hat nur kurz auf die Jugendlichen noch einmal oder auf uns einmal eingehen. Der Begriff Selbstverantwortung ist früher gefallen, das finde ich wichtig. Aber bis es dahin kommt, ich finde, ein Jugendlicher, es müssen nicht nur Erwachsene oder Vorbilder Verantwortung übernehmen. Das passt schon, dass die Verantwortung übernehmen, aber ich finde, an Jugendlichen, vor allem denen, kann Verantwortung zugesprochen werden. Die sollen auch die Chance kriegen, in jedem Verein oder in der Schule Verantwortung zu tragen und sie sollen auch das Gefühl haben, sie sind für etwas verantwortlich. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass die da schon rangeführt werden. Genau. Ein Satz dazu, zugestehen, dass sie auch Fehler machen können, dürfen, dass das ganz normal ist. Fehler machen bedeutet lernen. Genau. Ja, sonst machen ja nur wir die Fehler. Ja. Und die Fehler muss man auch der älteren Generation zugestehen. Weil auch wir machen Fehler und wissen nicht. Na, aber wir machen sie noch immer. Wir machen sie noch immer. Sie wird immer so abgeschlossen hingestellt. Ich habe meine Fehler gemacht, jetzt bin ich gescheit. Ich glaube, das ist das Gegenteil der Fall. Was ich mir wünschen würde, ist, dass es unangenehmer wird im Sinne von, wenn jetzt zum Beispiel von Kommunen oder öffentlicher Hand Initiativen gesetzt werden, dass man junge Generationen stärker einbinden möchte und so weiter, dann haben die sehr oft eine Struktur, wo man schon festlegt, so möchte man es eigentlich haben. Und ich würde mir wünschen, dass es viel mehr Freiraum gibt für Dinge, die entstehen, wo Dinge entstehen, die man eigentlich nicht so haben wollte, wo es unangenehm wird. Und wenn ich daran denke, was wir in den 70er Jahren demonstriert haben und Städte mit verschiedensten Bewegungen sind bei Demonstrationen lahmgelegt worden und wenn heute 5 Klimaaktivisten sich auf eine Einfahrtsstraße in Klagenfurt setzen, notwendigerweise, weil die Welt bedroht ist, dann stürzt das Wirtschaftsleben
der Region ein, wenn man die Zeitungen liest oder die Reaktionen von Menschen oder vor allem die Reaktionen von Autofahrern. Ich finde, es sollte viel mehr herausfordernder Diskurs stattfinden und dass man auch mehr aushalten muss, aber dass junge Menschen auf dem Weg auch mehr involviert werden in die Dinge, die wirklich notwendig sind. Davon bin ich überzeugt. Aber zum Schluss noch, weil du Franz Schuh genannt hast, ist ja schon ein schönes Wort für Moment, für die Momentaufnahme der Sozialdemokratischen Partei. Ja. Diskussion ohne Versöhnungsabsicht. Ja. Warte. Okay. Danke. Sonst verwickeln wir uns. Ja. Nachdem jetzt du auch nochmal Franz Schuh genannt hast, sage ich von ihm noch, ich habe vor ein paar Jahren von diesem, bei einer Tagung der Österreichischen Bildungswerke einen Vortrag von ihm, da hat er einen Vortrag gehalten über die Frage, die Bildung demokratischer Bürger. Wie bildet man Leute heute, damit sie gute Demokraten werden und Demokratinnen? Und er hat einen Naturwissenschaftler zitiert, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr sagen kann. Er hat gesagt, was es braucht, sind junge Menschen, die tugendhaft sind und lebenstüchtig. Ja, beides ist wichtig. Sie müssen tugendhaft sein, weil sozusagen Bösewichte gibt es eh genug. Deshalb braucht man tugendhafte Leute. Und sie müssen aber lebenstüchtig sein, weil sonst die Bösewichte zu leichtes Spiel haben im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, dieses Spiel aus einerseits widerständig sein, im Endeffekt gegen Dinge, die einem einfach vorgesetzt werden, Selbstverantwortung auch zu haben. Also alles das steckt da mit drinnen im Endeffekt. Und ich glaube auch, dass Vereinsarbeit einen gewissen Beitrag dazu leisten kann. Es hängt immer ein bisschen vom Wie ab, das habe ich eh schon gesagt, wie gut sich das dann entwickelt. Und wenn es keine Vereine gibt, die das für jüngere Menschen in dem Maße leisten, wie die sich das wünschen, dann lade ich alle dazu ein, einfach wirklich selber was zu gründen. Und da muss man nicht Mitglied beim Bildungswerk werden, kann man gerne, sondern einfach selber was auf die Füße stellen, was auch immer ist dann, und das ausprobieren. Ja, das mir hat eigentlich sehr gut gefallen, das Gruppengespräch. Es ist auch cool, was die anderen auch denken halt, nicht was halt wir denken. Was mir besonders gefallen hat, war das mit den Vereinen. Es gibt ja schon viele Vereine, die was den anderen auch gefallen, mal sich hinsetzen und schauen, was für eine Vereine es gibt. Und sie wird einer auf eins sein, was dir besonders gefällt. Ja. Ich sage auch mal danke für die Einladung zum Kuppelgespräch auf jeden Fall. Es hat mich sehr interessiert, was die ältere Generation denkt, was wir befürworten und was nicht, weil es ist immer eine ganz andere Sicht. Und ich kann nicht einfach, was ich sagen will. Wenn es dir noch einfällt, darfst du noch nachholen. Also, ich glaube, es sollte einfach generell die Gemeinschaft in Schule, Verein und auch in der Gemeinde sein, dass Jung und Alt zusammenarbeiten und dass wir als Jugendlichen ein bisschen mehr Verantwortung kriegen, obwohl wir jünger sind. Dass die Erwachsenen auch einmal uns vertrauen und dass wir sagen können, was wir auf die Beine stellen können. Ich wollte auch noch einmal kurz sagen, zu dem Thema da wegen die Vereine. Dass vielleicht auch Vereine so wie Feuerwehr oder so auch die Schulen besuchen können, zum Beispiel einmal. Dass dann die Jugendlichen auch schon einmal so eine Aktivitäten ausprobieren können und sich nachher vielleicht auch mehr interessieren für die verschiedenen Vereine. Ja, es war sehr interessant, die ganzen Meinungen zu hören. Es freut mich ja wirklich, dass diese vier Schüler und Schülerinnen dort den Versuch gewagt haben oder wirklich die Bereitschaft gezeigt haben, obwohl ihr von der Frau Lebbuch eigentlich eingeteilt worden seid. So viel ehrlich. Aber ohne Scheu und Angst daher zu kommen. Gell? Und ich hoffe, dass das für euch irgendein Auftrag ist, auch andere Runden in euren Altersklassen so zu organisieren. Gell? Weil eins muss man wissen, die Vereine
zumindest jene, die ich kenne, jene, die gut funktionieren, funktionieren nur deshalb, weil denen Leute vorstellen, die wirklich vorstehen, die wirklich Lokomotiven sind. Also wenn wir Vereine haben, Kommunen auch, wo die Obleute, wo die Präsidenten oder wie auch immer sie heißen, da wirkliche Zugpferde sind, Lokomotiven, dann funktioniert es eigentlich auch. Und wir haben heute die Aufgabe als Schüler auch, solche Leute hervorzubringen. Und ich hoffe, dass ihr zumindest das mitnehmt, dass man mit in so einem Gespräch, auch wenn da rhetorisch geschulte Personen da sind, gell, die euch in Grund und Boden reden können, aber dass ihr den Mut aufgebracht habt, da herzukommen. Das finde ich toll. Wenn wir in der Schule einmal so machen, mit den Lehrern, gell, sagen wir so einmal. Danke. Ich könnte mir ja auch wunderbar solche Kuppelgesprächen auch mal nur mit Schülern vorstellen. Also auch das ist ja wichtig, dass man untereinander redet, aber es ist auch wichtig, man kann ja was lernen aus der Erfahrung und gleichzeitig aber sozusagen die Lokomotive wird ja irgendwann auch alt und die Revolutionen kommen, glaube ich, dann mehr von den jungen Leuten, wobei das Wichtigste an der Revolution ist, dass sie im Kopf stattfindet und dass wir in der Gesellschaft Wege finden, wo sich die Dinge dann gesund entwickeln. Ich danke ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Wir haben ein bisschen schlechtes Wetter, aber wir haben es hier unter der Kuppel. Und es ist immer wieder diese Erfahrung, ich habe ja das Privileg, öfter hier zu sitzen und in diesem Raum, man schafft sich diesen Raum, mitten im öffentlichen Raum, diesen Raum, und man nimmt ihn sich heraus und kommt in ein gutes Gespräch. Und das ist eigentlich für mich jedes Mal beglückend und das war heute auch besonders beglückend. Vielen Dank. Okay. Übermorgen sind wir in Villach und am Samstag sind wir in Hermagor. Das heißt, das können wir streamen. Es wird auf YouTube zu sehen sein, das Gespräch, in ein paar Wochen. Vielen Dank. Okay.